Oh. Hallöchen! Hallo! Boah, es schneit, es schneit, Scheiße. Es ist kalt. Ja, wir sind komplett eingeschneit, deswegen ein bisschen später gerade. Ach Leute, schön, dass ihr wieder alle da seid. Freut uns. Einen schönen guten Abend. Ja, sehr schön. So kurz vor Weihnachten und heute ist Bescherung. Wir haben es ja geschrieben. Genau. Guck mal, da geht die Bescherung gleich los. Staubsauger verschenkt gleich wieder ein paar Abos. Erstmal ein Schluck Glühwein, geht gleich weiter. Genau. Mensch, das freut uns alle, dass hier schon wieder so viele Leute dabei sind. Heute ist die große Weihnachtsbescherung hier bei Drift. Eben. Ne? Also, ja. Ein paar Sachen haben wir mal wieder für euch. Sagen wir es mal so. Es geht ja noch weiter, aber bevor wir hier einen Neuheitenstau kriegen oder einen Newsstau kriegen, haben wir das mal alles raus, was wir haben. Genau. Also, wer heute dabei ist, das lohnt sich ganz bestimmt. Auf jeden Fall. Und deshalb auch unbedingt dranbleiben, weil wir stellen natürlich nicht alles auf einmal vor, sondern es kommt peu à peu so ein bisschen. Ne? Wir haben doch Zeit, genau. Genau. So, mein Lieber, wo fangen wir denn an? Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal bei dem Alltäglichen an, was mittwochs eigentlich so alle 2 Wochen ansteht, und zwar die Drift Online Games. Aber hallo. Ja. Ne? Und zwar der letzte Lauf lief ja eigentlich auch wieder ganz gut, würde ich sagen. War wieder ein spannendes Rennen. Ich habe noch gar nicht reingeschaut, wie die Zeiten so waren. Wie sieht es bei dir aus? Hast du mal? Auch nicht mehr. Nee, am Anfang habe ich geguckt, da ging es richtig gleich zur Sache. Aber aktuell bin ich da ehrlich gesagt, wir haben gerade natürlich, könnt ihr euch vorstellen, einiges um die Ohren. Es geht gerade drunter und drüber bei uns. Von dem her, seht es uns nach, wenn wir nicht immer alles, auch so Forum, Facebook und Co., nicht ganz so viel kommentieren gerade können, weil ist echt viel. Ne? Aber wir schauen trotzdem mal rein und ich gucke jetzt hier einmal, dass ich die Liste einmal gerade noch raussuche, weil wir waren hier gerade kurz vorm Stream noch schnell alles hier ready gemacht. Da wird schon gemutmaßt. Also Peter ist dran, ja. Alles gut, wir schauen uns erstmal den letzten an. Ich suche gerade selber. Hier, Drift Online Games, da haben wir es doch. So, dann schauen wir da doch direkt mal rüber. Oh, ist das aber schon. Na, habe ich gar nichts gezeigt. Ich war mir noch nicht mehr sicher, was so eine Einstellung da drin war. So, wir haben hier, wo haben wir es? Drift Online Games DDM-Style war es ja. Wir hatten ja diese Anlehnung an die DDM-Strecke damals. Den Parallelslalom haben wir so ein bisschen nachgebaut. Und wir sehen hier schon wieder Sportklasse. Boah, schon wieder 31 Teilnehmer. Also es ist stabil inzwischen, muss ich sagen. Richtig Klasse. Stabiles Teilnehmerfeld, die da immer dabei sind. Wir haben ja mehr, aber klar, kann nicht immer jeder mitmachen, sieht man ja. Wir sind kommen runter. Wir fehlen inzwischen überhaupt bei der. Also bei Sport sind wir insgesamt bei 64. Echt krass. Irre, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Pro muss man aber noch da drauf rechnen. Rede ich da was Richtiges? Ja, natürlich. Genau. Muss man da drauf sein. Das heißt, wir haben fast 100 Teilnehmer schon in den Online-Games. Mega. Also das läuft 1A. Also das ist großartig, wirklich. Und ja, Teilnahme auch wieder top. Klar, Pro ist wieder ein bisschen weniger diesmal. Letztes Mal war es, glaube ich, besser in der Pro, gell? Ja, ich glaube, letztes Mal waren ein paar mehr Teilnehmer in der Pro, 12 Naja gut, da arbeiten wir dran. Aber da wird sich nächstes Jahr auch ein bisschen was tun, ne? Dazu auch nochmal gleich. Gut, also. Ja, aber schauen wir doch einfach mal rein. Und zwar, da wir heute ein großes Programm haben, was noch so alles kommt, schauen wir uns dieses Mal die Topfahrer nur an. Trotzdem, die anderen Zeiten, wie man hier auch schon sieht, wieder super eng aneinander. Ne? Gerade hier die ersten 6, ganz eng aneinander. Ja. Dann die 7, es geht immer so weiter. Es ist ja unglaublich. Und genauso sieht es ja in der Pro-Klasse auch aus. Genau, da wieder geguckt, wieder so Pro zu Spott, das ist alles so, alles schön. Von bis halt, ne? Aber ja, Peter randaliert. Was machst du? Peter hat sich hingesetzt. Ja. Ah, sehr schön. Gut. So, wir sehen hier gerade, und Peter Flopper hat gerade noch einen Kommentar hervorgehoben. War eine super Aufgabe und hat echt viel Spaß gemacht. Das freut uns natürlich. Auf Feedback freuen wir uns immer. Sagt uns da gerne, was euch gefallen hat, was nicht. Das ist gut. Und so weiter. Also. Genau, also komm, lass mal gucken. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie das Ding war. Also, als erstes haben wir hier den King Louis. Dann machen wir es ja einmal groß. Ah, ja, klar. Da hören wir, glaube ich, auch ein bisschen was. Jetzt muss ich mir so einen Stöpsel reinmachen. So. Richtig natürlich. Gut, da hören wir nur ein bisschen Racer-Sound. Das ist also gar nicht so wild. Aber trotzdem sehen wir da die Strecke sehr schön. Ja, lass mal gucken. Und da sieht schon mal einwandfrei aus, ne? Ja. Das ist eine Strecke, das ist wirklich. Also, ich muss sagen, die war schon anspruchsvoll. Wobei ihr wirklich, glaube ich, gut Lage kommt. Also ich habe jetzt nur ein paar von den Topläufen gesehen. Nicht viel Zeit gehabt, das kurz zu gucken, diesmal. Aber auch hier siehst du es jetzt da wieder. Das ist schon, ich meine, es ist hier Umschalten von Asphalt auf Schotter in dem Moment zum ersten Mal, dass wir das machen. Und ihr kommt da mit Schwung an und dann hinten so einzufangen, dass man da so dermaßen genau im Schotter um den hinteren Kreis herumzirkelt. Und das hat eigentlich alles mega gemacht.
Also das sieht auch hier einwandfrei aus, ne? Schön eng rumgefahren. Hier wieder diesen Umsetzer hier, Schwung aufbauen und dann das Treffen hier mit dem Gate. Also mega, wie er da fahren hier auch. Und also das Niveau ist inzwischen echt, echt fantastisch, wie er da fährt. Einwandfrei. Und da auch wieder direkt hier natürlich ready für die nächste Runde. Sozusagen, genau. Nee, sehr super schön gefahren. Und ja, also wirklich, gerade da hinten hätte ich gedacht. Aber es zeigt auch wirklich, dass das Setup funktioniert. Und das war gerade jetzt auch die Kombination mit dem Rallye-Reifen, den er wahrscheinlich doch überwiegend gefahren habt. War er vorgegeben? Nee, war frei, ne? Der war frei, ja. Setup war frei, glaube ich. Doch, ich weiß gerade gar nicht. Das sehen wir doch hier drin. Ja. Hier Tuning frei. Reifen frei, genau. Ne, richtig. Ja. So. Und da hat er sicher gemerkt, dass der Rallye-Reifen einfach halt, das Fahrzeug ist agiler. Der ist ja gerade auf dem Schotter halt, der rotiert besser, ne, lenkt also stärker ein und steuert nicht so schnell und kommt dann noch besser mit dem Heck entsprechend auch dann rum. Und ich hätte das so geil quer außen rum. Und so wirklich, ich habe so ein paar Videos angesehen, weiß nicht wie viel. Aber da war überall zu sehen, dass dieser Kreisel, dass der euch nicht wirklich vor ein Problem gestellt hat. Ne? Einwandfrei, auf jeden Fall. Und mit der 58 auch schon hier mal bei der Pro-Klasse kannst du da gut mithalten. Ne? Echt gut. Einwandfrei. So, sehr schön. Schauen King wir mal Louis. Ganz, auch, guck mal, Markus, okay, auch da wieder die üblichen Patienten. Ja, auch mit einem guten Abstand, zu der Nummer 2 hier. Ja, nicht schlecht. Schon gesessen haben dann, weil ich habe auch zum Beispiel einen Lauf gesehen von Markus Müller, den hatte ich gesehen, der war schon brutal gut. Ja, okay. Ich bin mal gespannt, wie er das noch gelöst hat. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ne. Also hier wieder schönes Intro von Markus, kennen wir natürlich mittlerweile. Das muss. Your brand here. Oh, er bietet Werbung an. Your brand here, sehr geil. Sehr gut. Hier könnte deine Werbung stehen. Genau. Okay, am Anfang mal nichts liegen lassen. Schau dir das an. Das ist schon klar. Deine schön gut. Ja, in deinem Arsch im Zahn dadurch geheizt, ne? Boah. Auch wirklich keinen Zentimeter da mehr Platz gelassen. Das sieht richtig gut aus. Das geht auch nicht jeder damit durch. Am Gate, da könnte er irgendwas dann noch enger fahren, aber das ist ein mega Risiko, wenn du am Flur kommst und dann ein bisschen zu früh das. Dann ist die Runde hin, dann muss der Grip aufbaut, dann steckt es halt ein. Gerade bei den Zeiten. Da war es jetzt, da hat es schon. Also echt mega gefahren. Ich würde es nicht so gut hinkriegen, glaube ich. Also, da also muss man schon einige anläufen. Wenn immer wieder so die ich meine, es kommt ja immer wieder hoch, wenn in den Foren, also in Social Media, was ja auch völlig verständlich ist, dass Leute, die neu das zum ersten Mal sehen, dann sagen, ja, aber wenn es einen richtigen Controller gäbe, dann wäre es dann echt auch dabei und so. Aber mit dem Handy kann man das doch nicht präzise steuern. Ey, zeigt denen eure Videos. Linkt einfach so ein Video drunter, sagt, hier, macht das mal. Also wenn das nicht präzise war, was dann? Ne? Hey. Und auch der Lauf davor eben, also genauso. Ne? Mega. Beste Beweis, dass es funzt. Sehr gut. Ja. Also super gefahren. Da sehen wir, es war ein ganz starker Lauf mal wieder. Und das war es noch nicht, denn ein Lauf fehlt noch für diese Season. Einen haben wir noch. Und der Lauf startet heute. Jo. Und ich weiß nicht, ob Peter, ist schon freigeschaltet, der neue Lauf? Ja, was auf unser Kommando. Auf unser Kommando. Warte, wie machen wir das jetzt? Wir haben uns ja wieder mal vorher extra nichts überlegt. Ja, stimmt, genau. Wir sind mal wieder ganz planend. Ja, es war wieder sportlich. Wir haben auch gerade eben noch schön dekoriert und gemacht und getan. Ah. Haben wir euch ja versprochen. Happy Birthday, Ghost. Happy Birthday, ja. Happy Birthday, ist immer gut. Happy Birthday, sehr schön. Ghost. Unterstützung beim Trip Online Game mit Tom und mit Wir haben Kevin zusammen. Tom, Kevin und der Ghost auch, oder was, ja? Kevin ist Ghost. Okay, ach, Kevin ist Ghost, okay. Also, sind praktisch neu im Team, was die Judges, Moderatoren angeht. Ne? Genau, Judges. Genau. Also da auch mal ein dickes Dankeschön an alle, die uns da unterstützen. Bei Peter würde es dann auch nicht schaffen. Das ist wirklich viel Arbeit inzwischen, immer das anzugucken, die Läufe zu bewerten, freizugeben und so. Macht er mega. Auch allgemein läuft es so schön momentan. Ja, alles gut. Ne? Mega. Alles prima. So. Oder wollen wir erstmal was Kleines hier vorstellen? Also wir haben ja so ein paar Punkte sogar hier. Das ist ja, Leute, heute gibt es so viele Sachen neu. Das ist unglaublich. Okay, wir machen jetzt mal was anders vorher noch. Ja? Okay. Weil da, wir haben ja was gegackert von wegen irgendwas 80 Stück und so und da kommt irgendwas Neues und... Was könnte das sein? Ja. Leute, habt ihr das schon geraten? Habt ihr schon gemunkelt? Ja, ich hab schon ein paar Sachen gelesen. Also pass auf, wir haben euch letztens den Diebels vorgestellt und wir haben euch im gleichen Zug ja auch gesagt, dass es mit dem Jägermeister, der hätte parallel kommen sollen, leider große Probleme gab. Da ist eben beim letzten Arbeitsschritt was schiefgegangen und dementsprechend mussten die zum allergrößten Teil neu gemacht werden, müssen gerade neu gemacht werden. Wir haben aber alle Autos durchschauen lassen und haben selektieren lassen, haben dann auch hier nochmal nachselektiert in Speyer und haben die einwandfrei waren, haben wir rausgenommen und glücklicherweise kamen doch ein paar zusammen. Sprich,
bei diesen 80 Stück, da schreibt schon einer, geht es um den Jäger. Genau. Genau. Heißt, wir haben 80 Jägermeister, genau, die jetzt lieferbar sind, ab sofort sozusagen. Ganz ruhig, nicht in den Job, ganz langsam. Ihr bleibt mir schön da. Das ist natürlich ganz gemein, wir haben das so gemacht, die werden online gehen in den Shop ab 18 Uhr. Das heißt, wir müssen ein bisschen angasen, sonst sind die alle weg nachher. Ab 18 Uhr? 18 Uhr ist durch. Quatsch, 18 Uhr. 8 Uhr. Jetzt ist die erste schon weg. 20 hier, Uhr, ganz hier. Ruhig. 18 Uhr. Also 20 Uhr, 8 Uhr, das heißt, es sind noch 43 Minuten. Ja, sozusagen. Moment, ich wollte gerade sagen, also langsam, ganz ruhig. Da werden wir es live schalten. Jetzt ist es aber so, das habt ihr schon öfter erlebt. Wir haben ja ein System, das ist also ein Warenwirtschaftssystem, das dann die Produkte in das Shopsystem überspielt. Und das passiert eben irgendwo auch ein Stück weit automatisch. Und dann kann es manchmal sein, dass es einfach ein paar Minuten dauert. Also irgendwo zwischen 18 Uhr und ich sage es mal 18.30, 18.45, wenn es 20. dumm läuft. Immer noch 20, 20, 15. 20, so, was ist denn hier los? 20 Uhr und 20.45 Uhr irgendwo in dem Bereich. Genau. Kriegen wir das gebacken und dann müsst ihr mal gucken, dass er da, also ich meine 80 Stück ist ja was, aber mal gucken. Also allzu lange werden die nicht halten. Das aber die werden schon gut geiern da drauf, ich sag's dir. Also schauen 300 Leute zu, 80 Leute kriegen einen. Und auch wirklich die Info, also die restlichen, das haben wir auch reingeschrieben im Shop, werden tatsächlich, leider Gottes, weil wir eben wirklich neu produzieren müssen, früher nächsten Jahres, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig kommen, ja. Und auch nicht im Januar, ganz sicher nicht, das ist leider so. Aber eben, deswegen habt ihr die Info, also gucken und ja, machen wir weiter. Was haben wir denn noch so? Neue Game-Runde, genau. Und jetzt war es ja mal höchste Zeit, dass wir hier mal, haben wir letztes Mal ja schon gemacht mit dem Rallycross-Thema, ne? Schritt für Schritt, eins am anderen, mal eine Rallycross-Runde gedreht. Ja, der Glühwein, Prost. ja, jetzt wo du es sagst, eigentlich auch logisch, ne? Irgendwie ist der kalt, der Glühwein. Batsch trotzdem. Nein. Also, wo war ich? Genau, neue Runde und jetzt haben wir gedacht, komm, jetzt gehen wir mal noch einen Schritt, legen wir noch einen drauf. Und was ist das Nächste, was natürlich mal ich jetzt kommen muss? Wir müssen mal aufs Eis gehen, ja? Das haben wir letztes Mal noch nicht gemacht, dieses Mal geht's aufs Eis. So. Ich hab da einen schönen Text zugeschrieben zu der neuen Challenge hast, auch, was mit dem, ja. Das okay. Liest sich ganz schön so in die Weihnachtsstimmung jetzt rein. Naja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Und es ist ja auch so, diese Runde, können wir auch gleich schon verraten, geht bis... Genau, die nächstes Jahr, ne? Ja, die geht bis zum, wann ist der nächste Stream überhaupt? Das wird dann, der nächste Stream, das wird ein bisschen kurz. Da reden wir nicht von, sondern also der nächste Stream Game, im neuen Jahr, ne? Das wird dann wahrscheinlich im neuen Jahr sein. Also, bis zum 3. Januar. Bis zum 3. Januar geht der Lauf. Guck mal. So gesehen müssen wir wahrscheinlich am 5. auch, oder wann ist dann der nächste Stream dann? Mittwoch? Weiß ich gar nicht. Der Mittwoch. Also, wir werden wahrscheinlich am ersten Mittwoch einmachen, spätestens am zweiten Mittwoch, ne? Mal gucken. Da geben wir euch nochmal Bescheid. Aber auf jeden Fall bis zum 3. geht der Lauf. Da habt ihr also ordentlich Zeit. Und ja, genau. Zeig mal. Also ich habe das ja schön beschrieben. es wird ja langsam kalt. Es schneit ja jetzt auch hier auf einmal im Stream. Ne? Das heißt, es wird ein bisschen eisig, es wird ein bisschen kühler. Die Strecken frieren ein. Aber auch in der Driftwelt friert Eisland auch die Strecke ein. Ne? Und ihr habt ja gesagt, wir sollen ordentlich dekorieren, das haben wir gemacht. Genau, das haben wir gemacht und deshalb, ich schalte einfach mal Vollbild rüber, oder? Ja, klar. Oh, was ist denn da passiert? Die Strecke ist eingefroren, oh nein! Sehr gut. Schneit auch immer noch, guck mal. Ja, das schneit da die ganze Zeit, sehr schön, ne? Also, einmal haben wir natürlich auch ordentlich dekoriert, das ist aber, ne? Und da wird auch der ein oder andere was wiedererkennen. Also das ein oder andere, ne? Was wir von. Oh, jetzt sehe ich gerade, der Bogen ist jetzt doch oben abgeschnitten. Verdammte Axt. Man sieht gar nicht die Kerzen. Können wir gleich noch ein bisschen reinhalten, dann sieht man den nochmal genau. Guti, also, das hier ist jetzt natürlich das neue Layout, aber das seht ihr natürlich auch, wir haben jetzt nicht hier angefangen, die Driftrennstrecke weiß anzumalen, sondern das ist. Das ist eine neue Strecke. Also wir haben eine Eisstrecke gemacht und die seht ihr hier jetzt nicht so gut, weil wir natürlich die Banden draufgestellt haben, gleich mal die Strecke abzustecken, so wie sie jetzt für die Runde auch sein wird. Die könnt ihr natürlich, ihr müsst die Strecke jetzt noch nicht zwingend haben, logischerweise. Ihr könnt wie immer auf jeder Fläche fahren, die Abmaße einhält. Das bleibt auch nach wie vor so. Aber wer das Bedürfnis hat, auf einer schönen Eisstrecke zu fahren, wie gesagt, und jetzt sage ich es richtig, 20 Uhr, Shop, könnte es vielleicht auch noch was geben. Schaut mal rein. So.
Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Okay. Ja, das ist die neue Strecke. Jo. Lässt sich wirklich schön fahren, bietet auch viele Möglichkeiten, muss man sagen, um da richtig coole Tracks drauf zu machen. Und ihr müsst mal auf die Details achten. Also wenn die im Shop ist, schaut es euch unbedingt an, da gibt es noch ein paar schöne Detailbilder. Ja. Einwandfrei. Also ich würde fast sagen, von den Details her eine der schicksten Strecken bis jetzt. Das gefällt uns, mir richtig gut. Ja, wobei, wer es schon gesehen hat, heute Mittag haben wir schon eine Sache ja schon geteasert. Wir verwirren euch ja gerne. Es war nicht die Neuheit, aber es ist trotzdem auch neu. Wir haben unser Hafen-Dock überarbeitet, da nicht so massiv. Da haben wir eigentlich nur die Logos aktualisiert und haben die jetzt auch weiß gemacht, weil es einfach ein bisschen, finde ich, cleaner aussieht. Eben jetzt auch ein bisschen mehr aus, als wäre es wirklich so drauf gesprayt auf die Strecke. Ne? Haben wir ein bisschen aktualisiert. Aber wir haben tatsächlich unser Driftland. Haben wir das eigentlich da? Ist das irgendwie mal gerade auf dem Rechner? Nee, da wir so oder gut vorbereitet Shop, sind. Ja, okay. Aber wir können es uns theoretisch, ja, ich kann es mal nebenbei gerade hier raussuchen. Shop, genau, ne? Also wir haben auch das Driftland einmal komplett überarbeitet. Da haben wir einfach gesehen, da ist noch Potenzial. Das habt ihr auch öfter gesagt, so ein bisschen Detailtiefe und so weiter. Wir waren am Anfang eher clean vom Stil her. Ja. Aber man sieht ja auch, dass das eben auch bei den ganzen anderen Leuten, die hier auch Strecken für uns anbieten, dass das eben bei euch gut ankommt, dass man das ein bisschen mehr auch Detail geht und wie alle dekoriert und macht und tut, das bietet sich an. Und dementsprechend haben wir gesagt, komm, da gehen wir nochmal drüber. Und ja, wir haben also diese Strecke tatsächlich auch nicht nur einfach grafisch neu gemacht, sondern wir haben uns auch ein paar Gedanken mehr gemacht. Das war sogar fast der Auslöser dafür. Aber geh doch mal drauf, dann zeig ich mal. Ja, komm mal. Und dann... So, warte mal, ich kann das, glaube ich, ein bisschen größer machen. So, unterziehen kann ich jetzt nicht, weil es ein Vorschaubild ist, aber gut. Okay, also ihr seht, ist von der Grafik selber, da kannst du ruhig mal rangehen, solange bis es vom Hartfüllen ist, geht es? Ja, das kriegen wir auch. Muss ja nicht komplett drauf sein. Genau, Peter hat es uns auch reingestellt, aber schaut ruhig bei uns zu. genau. Also, ist komplett neu gemacht. An der Stelle auch, und da mache ich auch gar keinen Hehl draus, sondern das ist was wir, ihr wisst, wir sind bei sowas immer offen und machen Arbeit mit allen, die wir so um uns herum haben und die auch mittrifft, wachsen und auch ein Business daraus machen, auch gerne zusammen. Wir unterstützen die ganzen Leute, die da auch Zubehör für Drift machen, das ist für uns letztendlich einfach nur gut, das ist unsere Philosophie, dass das der Sache nutzt und wir gönnen da jedem seinen Erfolg, weil eben wir auch wissen, dass das für uns für die Sache gut ist. Und in dem Fall haben wir also auch mit einigen von denen, die da aktiv im Bereich sind, Strecken zu designen, schon lange einen sehr guten Kontakt. Und ja, in dem Fall haben wir einfach gesagt, komm, warum soll man das mit irgendeinem Grafiker machen lassen, wenn es da doch Leute gibt, die da mit Herzblut dabei sind. Und haben dann rumgefragt und ja, es ist immer auch die Frage, wer hat gerade Zeit, wer hat die Möglichkeiten, da was zu tun. Und jetzt in dem Fall ist es so, dass der Flo von der Ideallinie, Grüße an der Stelle, uns einmal die Eisstrecke gemacht hat, ja, und also in Zusammenarbeit mit uns nach unseren Vorstellungen dann entsprechend das Ganze realisiert hat und hier auch eben diese Strecke nochmal überarbeitet hat grundsätzlich. Was wir anders gemacht haben, ist, dass jetzt das Layout leicht geändert ist von der Linie her. Nicht stark, weil das ist immer noch ein Layout, was einfach extrem viele Möglichkeiten gibt, was halt wirklich für mich so eine Standardstrecke ist, auf der du eigentlich das Potenzial von dem Produkt auf der Fläche von 1,40 Meter mal 2,70 Meter optimal eigentlich nutzen kannst. Und das wollte ich auch nicht wirklich grundsätzlich ändern. Die Brücke passt jetzt etwas exakter drauf. Damals war es ja so, dass quasi erst die Strecke da war und dann kam die Brücke. Jetzt haben wir natürlich das nochmal ein bisschen angepasst, dass die da besser sitzt. Die Schikane ist ein Ticken geändert, auch von der Linie her. Genau, hier und hier oben ist nochmal eine Änderung, genau. Das ist auch eine wichtige Geschichte, weil wir gemerkt haben, dass das auch, wenn man diese Kurve, so wie jetzt dieser blaue Belag da ist, wenn man das cuttet, also quasi das Layout so fährt, dass man nicht um die Curbs rumfährt, sondern da quasi drüber räubert, dann hat man nochmal eine ganz andere Strecke, wo dann diese Kurve da unten wirklich eine Spitzkehre eigentlich ist, wo du wirklich mit Speed ankommst und richtig schön rumfliegen kannst. Kann man hier richtig schön Schwung und zack. Und also gerade auch mit der Brücke zum Beispiel, da von der Brücke sozusagen auch schon so ein bisschen abkürzen und dann da drüber. Genau, die Brücke wäre ja so hier drüber gelegt. Genau, ne? Deswegen die Variante, auch rechts dieser blaue Bereich, dass man da so auch, wenn man die Strecke sozusagen auch ein bisschen verlässt, eigentlich immer noch irgendwie on track ist und nicht so schnell irgendwo außerhalb. Die Bandenteile passen jetzt auch perfekt drauf. Was ihr seht, das sind so kleine, sieht man nicht so gut jetzt auf die Größe, aber kannst du mal mit der Maus hingehen, hier zum Beispiel. Da seht ihr es, unten diese weiße kriegen da, ne? Diese, ach so. Da seht ihr so angedeutete Kreise. Vielleicht sieht man das hier. Da sieht man es ganz gut, genau. Ne? Da sieht man auch schön die Details. Diese Kreise, da sind im Prinzip Marker, da könnt ihr dann unsere Kreisel, also die
Banden, also als Kreisel quasi, da drauf setzen, die passen da drauf. Dann hat man auch einen definierten Wendepunkt, sodass man also eben auch wirklich vergleichbar die Strecke hat. Ja, also da haben wir so ein bisschen Detailarbeit gemacht, um das alles noch besser, von den Produkten her, dass alles besser zusammenpasst. Ne? Genau. Passt auch optisch ein bisschen besser zur Driftlinstrecke, wenn man sie aneinander legt durch diese Asphaltbetonplatten. Ne? Also alles so ein bisschen geguckt, dass wir das ein bisschen, ja, zusammenbringen einfach, ne? Step by step. Genau. So, genau, also die Strecke und eben dann eben auch die Eisstrecke. Und ja. Hafendock wurde, glaube ich, auch minimal angepasst, das Logo. Ja, ne? Wie gesagt, also genau. Die Logos, so wie hier auch mit dem weißen Design. Kann man natürlich auch einmal kurz. Ja, muss ja nicht unbedingt, ne? Ja, das sieht man so. Hier sieht man es noch mal ein bisschen, ne? Genau, ne? Genau, aber gut. Aber genau, das Wesentliche Neue ist natürlich die Eisstrecke. Ja, die war einfach fällig und genau. Und vielleicht gehen wir auf die Eisstrecke ganz kurz, dann können wir vielleicht dazu auch noch was sagen. Also hier ruhig hier nochmal auf dem Shop oder so, ne? Ja gut, aber die ist erst ab 20 Uhr im Shop. Achso. Das heißt, die sehen wir hier noch geht nicht. Geht ja gar nicht. Aber gut, wir könnten sie nur mit dem neuen Layout jetzt zeigen, wenn wir euch gleich... Ja, geht doch mal aufs Live-Bild, geht doch genau. Genau, stimmt, das geht auch. Oder das Layout... Ja, guck mal, probier's mal aus. Wir können es ja auch gerade mal so machen. Ja, das geht aber. Na, hier habe ich nur keine Maus. Ne? Ach so, gut, dann machen wir es andersrum. Moment. Klick, klick, klick. Geht ja alles ganz schnell. Da haben wir eine Maus. Jetzt kann er auch nichts mehr da habe ich auch keine Maus, aber... Also wir sehen eine Maus, aber ihr seht die Maus nicht. Nee, geht doch mal auf, zeig doch mal die Strecke, das Layout. Ne? Gut, genau, dann machen wir es so, weil das sehen wir dann auf jeden Fall. Kommen wir ja nicht rum. Genau. So, Bilder so. Haben wir hier. So, sehr schön. Nehmen wir einfach mal das hier, da sieht man es vielleicht am besten, oder? Da machen wir die andere vielleicht, das andere, weil die Strecke erklären müssen wir ja auch noch machen. Da drauf? Machen wir erstmal das, wenn es geht. Alles klar, gut. Hin? Ja, das kriegen wir hin. So, sehen wir. Ja, genau. So, also, da haben wir jetzt den Streckenaufbau, die Maße. Sieht man jetzt einigermaßen. Ja, gut. Okay. So, ich gehe mal ein bisschen. Ja, okay. Ja, komm, ist okay. Passt so. So. ihr seht jetzt von der Strecke selber her, dass hier das sehr freigehalten ist. Weil ich meine, gerade im Eismodus hast du ja, ist natürlich der Schwerpunkt auf dem Querfahren und deswegen, also ist keine Rennstrecke als Grundgedanke, aber natürlich hast du Layouts und du hast bei dem Ding extrem viele, oder ich weiß nicht, keine Rennstrecke ist falsch, es ist jetzt keine Rennstrecke, wo man, sag ich mal, hat einen Verlauf, der sich nicht kreuzen darf oder so, weil da jetzt 10 Autos irgendwie in Rennen miteinander fahren, sondern das ist eine Strecke, wo du halt wie im Winter halt auch allein gemeinsam fährst, aber wo man sich auch mal, sag mal, wo die Strecke sich auch mal kreuzt und überschneidet oder so, das macht da in dem Fall einfach von der Sache her nichts aus. Und dadurch hast du natürlich viel, viel, viel mehr Layout-Möglichkeiten. Ne? Mhm. Also mit und ohne Überschneidung, wohlgemerkt. Und ja, da habe ich lange getüftelt an dieser Strecke, bis das so gepasst hat. Und ja, da, das sieht man den Bedingungen vielleicht noch nicht gleich an, aber man hat brutal viele Kombinationen, wo man wirklich die Streckenverläufe ausdenken kann und die auch wirklich sehr, sehr schön dynamisch fahren kann. Also, gib mir mal die Maus. Ich kann dir mal die Maus geben, dann kannst du da mal. Also mal als Beispiel jetzt mal. Also so, sieht man das? Das sieht man jetzt, genau. Also so ein klassischer Verlauf ist dann eine 8 zu fahren. Das heißt, ich fahre hier außen rum, komme hier um die Ecke, muss hier schön gucken, dass ich da die Fahrt rausnehme. Dann wieder hier voll angasen, querstellen, dann hier außen rum. Ne? Dann kann ich natürlich hier noch den Kreis mit einbauen, dann weiterziehen. Da wieder. Ich kann genauso gut hier rumkommen, kann hier rein in den Innenkreis und dann wieder raus. Ne? Ich kann auch hier das komplett hier ein Backentry mehr oder weniger machen, da reinziehen, hier rum, ne? Dann wieder um den da unten rum und dann wieder oben raus. Whatever, ich kann hier angeflogen kommen, kann außenrum, kann da innen rein, kann hier ist auch nochmal ein Durchgang, hier wieder raus. Ne? Also Möglichkeiten ohne Ende. Kann hier oben durchziehen mit einem Anpendler, einmal außenrum. Also das Ding ist wirklich halt auf unser Eis-Setup und auf das Fahren auf Eis wirklich optimiert, auf so einer Fläche. Und das werdet ihr das sehen, dass das, also die Strecke macht mega Spaß, einfach weil halt, ja, weil du so viele Möglichkeiten hast und da also auch. Trotz, dass es keine konkrete Streckenbegrenzung gibt, habt ihr einfach durch diese Optik, da habe ich auch lange überlegt, wie wir das machen, das war gar nicht so einfach, weil im Schnee das noch hinzubekommen, dass man auch wirklich die Fahrbahn gut erkennt und dass es dann auch nicht komisch aussieht, wenn es sich kreuzt und so. Ne? Und von der Idee her, das seht ihr dann auch im Live-Bild noch besser, wie jetzt auf dem Screen hier, ist das Ganze quasi ein zugefrorener Eissee, von den Aufnahmen her, also komplett ein See, der mit Schnee bedeckt ist und wo quasi die Fahrspuren freigefahren sind. Deswegen, wenn ihr näher rangeht, dann seht ihr auch tatsächlich, dass da also wirklich die Optik ist wirklich wie von einem Eissee mit so Rissen drin, ne, wie halt so ein zugefrorener See halt aussieht, der halt mit Schnee bedeckt ist. Und dadurch haben wir halt diesen Kontrast, dieses Bläuliche von dem Untergrund, ne, das recht Dunkle und den Schnee, und dadurch sieht man eben die Spuren auch wirklich gut. Und ja, also ist mega gut geworden, die Strecke. Das ist jetzt natürlich noch die Grafikdatei. In live sieht es anders aus, aber da sehen wir sie ja gleich nochmal. Genau. Haben wir eine Kamera, wo wir nachher nochmal hingehen können? Können wir vielleicht am Schluss mal mit der Kamera nochmal so ein bisschen abnehmen, zeigen. Genau. Ne? Genau. Also da sind wir echt, da bin ich richtig happy mit der Strecke. Und die hat Flo auch wirklich mega gut umgesetzt, weil das war gar nicht so einfach.
das zu machen. Aber da können auch die anderen, die da unterwegs sind, ein Lied von singen, Eisstrecken. Sieht erstmal einfach aus, aber ist tricky, ist echt tricky. Gut, also, das da. Die Idealin, das schaut auch zu. Ja, ne? Klar, hoffe ich doch. Grüße. Ne? Jetzt haben wir gar nicht geguckt, was ihr so schreibt. Aber ihr schreibt eh schon wieder so viel hier. Es ist unglaublich. Auge drauf, ja. Ja, also so halb, wie gesagt, das geht relativ flott hier wieder. Sehr schön. So, also, sollen wir gleich mal hier weitermachen? Wir sind ja nicht zum Spaß da. Ja, zeig doch mal das Layout, weil irgendwas muss man jetzt ja machen mit diesem Aufbau, den wir da gemacht haben. Wie gesagt, ihr könnt ihr natürlich immer noch auf jeder anderen Strecke aufbauen, aber ab später gäbe es ja auch die Option. Genau. So. Und jetzt muss ich mal gucken, gut, dass ich hier das Richtige erwische. Hier ist nämlich der erste Teil. Gut. Also, wir haben es dann, du hast es dann auf zwei Blätter gemacht. Ich muss es auf zwei aufteilen. Auf einem hättet ihr das, glaube ich, nicht ganz. Ich habe es selber nicht mehr verstanden. Das war nur noch ein Durcheinander. Aber es ist ja gar nicht so wild zu fahren. Es Nein, ist nur überhaupt als Zeichnung nicht. Blöd, weil man halt mehrfach die Kreise fährt. Ne? Genau. Also komm, Jungs, wir fangen vorne an. Da ist der Start. Hier ist der Start. Wir fahren eine Runde im Betrieb, also auf, vom Game her stellt ihr eine Runde ein. Mhm. Race-Modus, also Rennen einstellen. Wir fahren natürlich im Drift-Modus. Auf Eis, logisch. Mhm. Und Reifenwahl, keine Spikes. Wir fahren ohne Spikes in dieser Session. Ihr könnt überlegen, ihr könnt probieren, ob ihr lieber mit den Straßenreifen fahrt oder mit den Rallye-Reifen. Mhm. Rallye seid ihr definitiv ein bisschen agiler unterwegs und schneller, aber vielleicht ist es gerade dieses etwas smoothere mit den Straßenreifen dem einen oder anderen auch dann doch lieber. Weil hier geht es echt darum halt, das ist ein anderer Fahrstil, das ist was ganz anderes wie auf trockenem anzugasen. So, hier musst du echt gucken, dass du halt wirklich das Auto querstellst und einfach komplett einmal in dem Fall zwei große Kreise voll durchziehst, ohne irgendwo. Und das ist wirklich. Genau, weil ihr kommt hier unten ja an und dann geht es zweimal komplett drumherum. Und ja, also ihr werdet sehen, das ist wirklich geil zu fahren und es bringt auch genau das rüber, was halt auf dem Eis ist, nämlich dieses konstant kontrolliert quer über große Strecken. Das Auto verhungert euch da nicht, sondern ihr könnt da voll durchziehen. Mhm. Und ja. Dann kommt der Trick hier ganz eng rein. Dann haben wir hier genau so eine, wir können da wirklich ein Backend quasi hinlegen. Also wirklich, wenn man das geschickt macht, kommt das Auto richtig schön rum. Mhm. Einmal Vollgas in die andere Richtung und dann fahren wir einen kompletten Donut sozusagen um die Mitte. In der Mitte habe ich, da legt ihr euch ein Hindernis, ein irgendwas hin. Das ist jetzt wurscht, was das ist. Das kann ein Kurvteil, haben wir hier genommen, von der Strecke sein. Das kann aber auch eine Kerze oder sonst was sein, ist egal. Wichtig ist nur, dass da in der Mitte ist ja auch ein Kreis auf unserer Strecke oder Maß ist ja angegeben. Genau. Dass da irgendwas ist, dass man da halt wirklich um das rumfährt. Ja? Wenn er das wegschiebt und berührt, ist auch nicht schlimm, habe ich kein Problem. Aber er soll den Kreis halt nicht irgendwo, sag ich mal, nebendran fahren, sondern innerhalb von dem Rondell. Ja. Deswegen haben wir da nochmal was rein, um das man rum muss. Also ich würde sagen, wenn der das berührt oder wegschiebt. Aber wenn, dann glaube ich auch nur minimal, so oder? Ja. Ich sag mal so, wenn es das berührt, du schiebst auf dieses, schiebst ein bisschen, ja, naja, gut, okay, ja. Ich glaube, ich würde es auch eher fast ohne berühren probieren. Ja, doch, also ein bisschen. Ja, ein bisschen berühren ist okay, aber wenn es natürlich wegschiebt, großartig. Tut Peter einen Gefallen und achtet einfach drauf. Also ich, muss Peter entscheiden. Ich würde sagen, berühren ist okay, aber. Zwei neue Leute noch länger behalten. Wollte ich gleich wieder kündigen, meinst du, neuen Leute? Ja. Aber der Sprechen, das ist schon. Eigentlich ist das nicht, gar nicht. Da ist nicht viel falsch zu machen. Ich meine, du musst halt nur gucken. Auf jeden Fall, das ihr ist müsst halt mitzählen, dass du die zwei Runden jeweils immer fahren. Das ist und das ist ja erst dann Teil 1, weil wenn ihr dann hier wieder zurückkommt, landet ihr ja hier wieder bei der Start- und Ziellinie und dann geht das Ganze nämlich nochmal andersrum. Ja. Dann geht es nämlich hier über die Start- und Ziellinie andersrum. Genau. Das heißt, hier wird keine Runde gezählt. Wir kommen quasi, wir fahren entgegen das Richtung, da passiert nichts, da könnt ihr drüber fahren, der Sensor erkennt das dann bewusst nicht. Ne? So, und dann kommt das ganze Spiel eigentlich genau einmal gespiegelt nochmal in die andere Richtung. Also auch wieder zweimal komplett außenrum. Wieder rein. Handbremswende, innen rein, einmal komplett rum. Genau, wieder raus. Und zurück. Und wieder hoch über und übers Ziel. That's it. Ja? Genau. So sieht's aus. Und dann habt ihr die eine Runde schon geschafft. Das wird geil, ganz genau. Ja, Tischtennisball ist auch gut in der Mitte. Alles safe. Jubi, also. Genau, das ist das Layout. That's it. Macht echt Spaß zu fahren, weil du quasi alles im Drift fahren kannst. Ne? Das ist ja ein Gerutsche. Ja. Aber echt schön. Macht Spaß. Genau. Wer hat sich das Layout ausgedacht? Martin hat sich das Layout ausgedacht. Ja. Genau, also was wir noch gemacht haben, das sieht man jetzt hier noch nicht so gut, im Detail ist besser. Wir haben dann auch noch überlegt, wie kriegen wir da auch Kontrast rein, weil auf einem Eissee ist er ja dann auch nicht da, wo die wirklich Hindernisse sein sollen. Da hast du ja dann jetzt keine Bäume stehen oder irgendwas. Deswegen seht ihr da, dass wir quasi wie so aufgehäufte Schnee haben in dem Bereich und dann haben wir da Reifen hingelegt. Also als würde eine einzelne, also keine Stapel, sondern einzelne Reifen im Schnee liegen, wo man dann quasi Schnee drüber gekehrt hat.
da kannst du eben auch drüber räubern mit dem Auto. Das sieht auch nicht blöd aus, wenn er da mal quer drüber fährt. Also es gibt extrem viel Spielraum, wo man da, wie man das im Layout macht. Und dadurch kommt da noch ein bisschen Farbe rein. Das sieht man jetzt auf dem Bild nicht so gut. Aber in den Details ist das natürlich viel besser. Genau. Genau. Gut. 2 Stunden unterwegs. Nee, ihr werdet lachen. Also die Fahrt, die Zeit ist wirklich, wir gucken ja immer gerade so, dass wir so in dem Bereich von einer Minute bald bleiben. Klar, gibt es auch mal Langstreckengeschichten oder so, aber in dem Fall bei den normalen Läufen liegen wir meistens so bei einer guten Minute. Und da liegen wir auch wieder. Ich bin mal gespannt, wer von euch die Minute klackt. Mhm. Also ich war vorhin beim Probieren so bei, weiß ich nicht, will man gleich sehen, als 15, als 20, irgend sowas, keine Ahnung. Ich lasse mir da ganz schön, ich lasse mir da Zeit, weil auch wenn es draußen kalt und glatt ist, dann bin ich auch mal ganz gemütlich unterwegs. Ich ziehe da nicht direkt die Handbremse und fahre da quer. Okay. Erstmal heile durchkommen, ist schon gar nicht ohne. Genau. Achso, noch was, weil auch einer sagt, Male, BMW, natürlich, also alle Autos, und wir fahren im Clubsport diesmal, ja. Reicht von der Leistung eh vollkommen aus und macht das Ganze ein bisschen kontrollierbarer, als wenn er da volle Kanne rangeht, weil dann wird es echt blöd, ne? Mhm. Genau. Also, kommen da noch Fragen? Ich hatte vorhin noch eine Frage gelesen, ob der BMW Jägermeister, genau, wie das limitiert ist. Werden die 80 Stück schon einmal limitiert und gibt es dann wieder neue? Nein. Nee, ne? Das ist eine limitierte Edition, nur wir kriegen halt momentan erstmal nur die ersten 80 Autos fertig gebaut und erst wenn die restlichen Kategorien da sind, wird der Rest gebaut. Ne? Aber dann geht es halt bei 81 weiter, logisch. Klar, ne? Ja. Genau. Strecken aneinanderlegen, ja, optisch, naja gut, kannst du ja schon bei den anderen, also mein Eissee ist natürlich jetzt relativ schwierig, das habe ich auch überlegt, aber wir haben da inzwischen zu viele Varianten einfach, das passt nicht. Mm. Das ist optisch tatsächlich nicht optimal, aber gut, kann ja trotzdem sein, dass nebendran jemand was hinbetoniert hat. Ich meine, ja, ist halt so. aber die anderen Strecken werden wir in Zukunft auch noch mehr darauf achten, dass die auch gut zusammenpassen. Das macht schon Sinn, das ist schon recht, ja. Genau. Und achtet, wenn ihr die Originalteile verwendet, vielleicht darauf, hier sind 3 weiße Teile verbaut. Ne? So. Das kommt dann auch nämlich genau mit den Stücken, die es dann auch wirklich auf der Strecke gibt, von den Anzahlen her. Okay. Ja, ansonsten. Achso, der Male fragt wegen nicht limitiert. Ah, genau, weil der gerade. Natürlich, guter Punkt. Also Male kommt, da haben wir noch Autos. Natürlich, die müssen ja auch gebaut werden. Und wir haben gerade echt, wir müssen halt richtig, unsere Produktion muss gerade richtig Vollgas geben, weil wir einfach natürlich schon ordentlich Weihnachtsbedarf haben, zum guten Glück. Und da muss ja alles gebaut werden. Dementsprechend sind die eingetaktet gewesen, haben es dann aber irgendwie hat sie eine Woche nach hinten verschoben, dann sind sie uns ausgegangen. Also die müssten, glaube ich, sogar schon wieder da sein. Müssten mal gucken, wenn jetzt kommen sie die Tage. Wir haben heute letzten rausgeliefert. Wir sind okay, also Rückstand, die letzten, die im Rückstand waren, sind heute rausgegangen und dann sind die auch wieder da, ne? Genau. Und Jägermeister eben 1092 Stück, ganz genau. Ne? Sehr schön. Gibt es die alten Strecken noch zu kaufen? Nee, eigentlich nicht mehr, ne? Jetzt gibt es nur noch die neuen, oder? Wenn die außen sind, die aus, genau, ne? Jetzt gibt es nur noch neue. Da hatte ich vorher noch eine Frage gelesen zu den Strecken auch. Wenn es zum Zusammenlegen geht, dreimal die gleiche Strecke aneinanderlegen, meinst du? War das der Robert 2233? War das vorhin? Ich weiß gerade gar nicht. Was meinst du? Wo es um das Frage ging mit dem Aneinanderlegen von Strecken. Das weiß ich nicht. Dreimal Park. Hier wollte eigentlich. Nee. Das sind so viele Kommentare. Doch, da ist es doch, ja, genau. Ja, natürlich kannst du die zusammenlegen. Dafür haben wir ja schon immer gedacht. Schau doch mal auch dahin. Du hast überall Anbindungen. Du kannst die Strecken, also im Prinzip, du kannst die so aneinanderlegen, du kannst die auch so aneinanderlegen. Da gibt es ganz viele Kombinationen, die funktionieren. Das funktioniert aber auch schon beim Driftland. Ne? Mhm. Also da ist das auf jeden Fall. Ich habe jetzt nur gedacht, du meinst so rein der grafische Übergang, dass man halt immer natürlich Eis auf Asphalt dann geht. Was willst du machen, ne? Aber die passen alle zusammen. Also auch hier ist die so gemacht, dass die tatsächlich auch übrigens an die Driftland dran passt. Also wenn du unten schaust, hast du genau diese vier Übergänge, ne? Wo du dann auf der anderen Seite dann aufs Driftland kommst. Mhm. Das funktioniert. Also das habe ich nicht falsch verstanden, sorry. Das geht natürlich. Sehr schön. Gut. Okay, jetzt kam gerade noch eine Frage, wie vorhin Sandershafen noch bestellt, bekomme ich jetzt schon eine neue Strecke. Die sind ja schon eine Weile aus, wir hatten Rückstand, das heißt, also wenn ihr gerade erst bestellt habt, bekommt ihr auf jeden Fall die neue, selbst Leute, die teilweise schon vor ein paar Wochen bestellt haben, weil wir waren jetzt schon eine Weile leer. Das ist richtig, ja, Peter, waren wir mit Driftland leer oder bin ich falsch? Ja, mit allem leer. Ja, mit allem leer, ne? Also da kannst du von ausgehen. Ja, die Strecken sind einfach super beliebt bei euch und das geht echt super schnell weg, ne? Also wenn ihr da eine neue Strecke haben wollt, also wir haben jetzt ordentlich, aber... Und ich habe schon gelesen, manche trauen auch schon wieder den alten nach, man kann es ja nie allen. Also wenn ihr noch eine alte habt oder kriegen solltet, dann könnt ihr die ja ganz bestimmt jemand finden, der die haben will. Für doppelt so viel bei alles verkaufen. Alles nicht so tragisch, genau. Okay, so. Okay, sehr schön. Da schreibt einer die ganze Zeit schon die gleiche Frage, ich weiß aber nicht, was er damit meint. Ich verstehe überhaupt nicht, was das mit dem Update, Reifengröße, keine Ahnung. Versuch's mal anders zu formulieren, dann gebe ich dir auch eine Antwort, aber ich habe keine Idee, was du damit meinst. 30 Zoll Felge. 30 Zoll. Ja.
Genau. Ah, sehr schön. Ja, Nissan Skyline, ja, ja. Ja, Leute, es kommen ja mehr Autos, ne, haben wir ja gesagt. Nächstes Jahr geht es da auch weiter. Ne? Genau. Gut. Also. Ja, wollen wir mal eine Runde drehen auf der neuen Strecke? Würde sich doch eigentlich anbieten. Genau, Sammelstück, ja. Ey, jetzt müssen wir was tun hier, auf jeden Fall. Und mit was fahren wir da? Ich weiß, mit was ich fahre. Ja? Ich habe einen. Du hast einen, ja. Ich überlege mir mal was. So, ich habe ja sogar hier. Oh. In der Tasche. Ich habe meine in der Hosentasche, guck mal. Schau mal hier. Okay. Ich kann auch ein Herz zaubern. Hast du auch eine Lose? Aber ich habe den wo ganz anders versteckt. Also du hast ja den. Ja. Du hast natürlich. Ich kann ich jetzt nicht mithalten. Also ich habe eine stinknormale Jacke an. By the way. Stinknormale Jacke eigentlich nur, ne? Stinknormale. Da muss ich dir ja die stinknormale Jacke. Wo packst du das? Ja, ich mach mal meine Jacke ein bisschen zu. So, ne? Ich habe übrigens eine ganz gemütliche Jacke, denn hier mit Kapuze und allem drum. So, und ich hole meinen Racer. Der Wunsch kam ja von euch und wir wissen doch, wir hören auf euch. Ihr habt gesagt, wir brauchen eine Brusttasche, wo ein Razer reinpasst. Zufällig passt in meine Brusttasche perfekt ein Razer. Und das Geile ist, das passt wirklich auch mit der Carbonbox da drin und das, man sieht es fast nicht. Zack. Ne? Also es ist wie perfekt, wie dafür gemacht. Also mega. Ja, und hier ist mein Razer. Na, dann können wir doch loslegen, oder? Attacke. Sauber. Ich würde sagen, Martin legt vor, dann schaue ich mir das nämlich entspannt nochmal an. Das. Wie gesagt, ich habe das noch nicht so getestet, aber kriegen wir ja alles hin. So, dann schalten wir doch mal darüber, dass wir das auch hier schön sehen alles. Boah, das sieht so wunderschön aus da drüben, die Strecke. Komm, ich mach das mal direkt hier aufs Vollbild, damit man das auch schön genießen kann. Das ist nicht das Vollbild, das bin ich im Vollbild. So. So. Also, Martin macht sich gerade ready. Was haben wir hier? Go, Lukas. Ja, ich mach das gleich, Schlappschi. Beruhig dich mal. Ich muss mir das erstmal anschauen, wie der Martin das jetzt fährt. Und ich lege dann ganz entspannt danach. Ein Carpom vom Jägermeister. Da kommt noch was, Leute. Da kommt noch was, da bereiten wir noch was vor. Gibt es jetzt gerade noch nicht, weil der richtig große Release ist es jetzt eigentlich noch nicht. Das ist ja erstmal so die kleine Vorserie. Ne? Aber wenn er dann richtig rauskommt, da hauen wir noch was richtig Cooles raus. Da könnt ihr drauf gespannt sein. Genau, achso, Kabel, stimmt. Nimm mal das Kabel, was hier an der Softbox hier hängt. Das ist nicht. Ja. Oh nein. Ho, ho, ho. Gut, ich schalte mal gerade um. Ups. Ja, gut, das kann mal passieren. Halb so wild, Leute. Hilfe, ich falle. Nein, es ist nichts umgefallen. Alles noch heile. Aber gerade so. Läuft. So, jetzt Kamera wieder ausrichten, Lukas. So, also Kamera wieder ausrichten. Ich schalte mal gerade rüber. Ein bisschen nach links drehen vielleicht. Dann sollte das eigentlich schon wieder fast was. Ein bisschen weiter noch. Ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter. Und stopp. Schwibbogen ist ein bisschen drauf. Theoretisch könnte man es ein bisschen weiter nach oben schwenken, aber das geht schon so. Den zeigen wir gleich nochmal genauer. Wir wollen ja gleich auch nochmal die Strecke ein bisschen im Detail zeigen. Das kriegen wir alles gleich nochmal genauer hin. Ach, sowas kann mal passieren, Leute. Halb so wild ist es ja nichts kaputt gegangen. Es geht doch gleich weiter. Das steht einwandfrei. Ein bisschen weiter nach rechts drehen vielleicht wieder. Sehr schön. Sieht einwandfrei aus. Ja, sieht wunderschön aus. Also jetzt mal ohne alles umzurennen hier. Genau. Das gesleevte Kabel da einmal nehmen. Genau, dürfte nur eins, glaube ich, gesleeved sein. Das hellgraue. Ah jo, ein Adapter, den haben wir bestimmt auch noch irgendwo. Mensch, Leute, wir sind wieder bombastisch vorbereitet hier. Das ist ein USB-C-Adapter. Dann brauchen wir gleich noch einen Lightning-Adapter. Aber das kriegen wir alles noch hin. So, ich gehe einfach mal gerade auf so ein paar Kommentare hier noch ein. Was habt ihr da noch? So, wie schaut's mit dem Diebes-Alt-Gewinnspiel aus? Genau, wo ich es ja gerade sage, da könnt ihr natürlich auch noch dran teilnehmen. Und zwar bei allen Adventssonntagen gibt es ja immer ein Gewinnspiel. Und bei diesem Gewinnspiel, wenn ihr daran teilnehmt, dann landet ihr automatisch auch in dem Gewinnspiel für den Diebes. Und zwar ist das ein ganz besonderer, nämlich die Nummer 17. Eine ganz niedrige Nummer. Und gerade die niedrigen Nummern sind ja immer ganz heiß begehrt. Das heißt, da könnt ihr gerne dran teilnehmen, um den dann abzusagen. Falls hier oben keiner mehr ist, ist in meinem Büro noch einer. Es sind zwei Adapter. das war einen gleich noch zusammenkriegen.
Genau, da könnt ihr auf jeden Fall gerne dran teilnehmen. Und ihr könnt da auch dran teilnehmen. Es gibt noch einen extra Beitrag nur für diesen, für das Gewinnspiel. Und ansonsten kommt natürlich diesen Sonntag zum 4. Advent dann auch nochmal ein separates Gewinnspiel, wo es auch wieder was Tolles zu gewinnen. Also aktuell gibt es wieder ganz viel abzusahen und zum Mitmachen und so weiter. Was ist mit dem Gewinnspiel mit dem Merchandising? Das wurde schon verlost. Das ist schon raus. Oder? Ist das schon raus? Ne, warte mal, heute ist ja Mittwoch. Oh, jetzt wo er es sagt, das muss ich noch verlosen. Ich habe die Gewinner schon rausgesucht, habe aber noch nicht den Gewinner bekannt gegeben. Gut, dass du es sagst. Ich werde noch in die Kommentare reinpacken, dann wisst ihr da auch, wer gewonnen hat. Das wird natürlich nachgeholt. Ja, rausgesucht. Ja, also den Gewinner. Ich habe die Kommentare, ich nehme ja immer die ganzen Kommentare aus den Gewinnspielen raus, dann wird das durch so einen Zufallsgenerator gejagt und dann spuckt er mir halt einen Gewinner raus und den Gewinner, den gibt es natürlich schon und den werde ich dann morgen natürlich gerne noch da drunter packen, damit er da auch wisst, wer da nochmal gewonnen hat. Gar kein Problem. So, ich habe leider noch nie gewonnen. Ja, ich kann es leider nicht beeinflussen, Leute. Das ist alles per Zufall. Ne? Wir haben da keinen Einfluss drauf. Das heißt, wir suchen uns da jetzt keine Kommentare raus, die uns da besonders gut gefallen, sondern es wird alles dem Zufall überlassen. Wenn dann richtig, genau. So, ihr Lieben. Also ich warte mal noch kurz. Peter ist gerade auf der Suche nach einem Soundadapter. Ja, das war gerade wieder. Ihr wollt ja was auf die Ohren kriegen. Das geht ja gar nicht ohne. Genau, dann hören wir da auch ein bisschen was. Ja. Dann haben wir das hier gleich. Aber egal, wir haben ja noch genug zu labern. Dann nochmal. Was haben wir denn noch heute? Haben wir noch du mehr? Sollst mal in deinen Facebook Messenger reinschauen. Du hast wohl ein paar Nachrichten. den nutze ich nicht wirklich, Leute. Also wenn er das, da braucht er Martin eigentlich gar nicht versuchen zu kontaktieren. Wenn er da was hat, dann über den Service gehen, wenn wirklich mal was ist, was mich betrifft. Ich meine, ansonsten, der Service ist ja auch da für technische Sachen, aber wenn ihr mal was habt, dann schreibt er das rein und dann leiten die mir das schon weiter, gar kein Problem. Ne? Aber es ist auch ein guter Punkt, weil ich weiß, dass da immer wieder Messages reinkommen über Facebook. Man kann das Ding auch nicht abstellen und ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie so eine Autoantwort oder so kriegen kann. Das, das ging mal, aber geht irgendwie gerade nicht. Also, nee, deswegen. Ne? Mhm. Was ist denn? Kann man den Jägermeister Jagd, die ich an habe, meinst du, oder was? Ja, das ist die zweite. Wir haben ja zwei Jacken. Ne? Genau. Also wir haben doch hier Jacke Nummer 1, mal Jacke gucken. Nummer 2. Also, so wie es aussieht, nicht zu viel versprechen, aber die sollten doch die nächsten Tage auch noch erscheinen. Ne? Genau. Also da könnt ihr drauf gespannt sein. Zwei neue Jacken als Merchandise sind dann bald im Shop. Ja. Der Jägermeister wird übrigens das gleiche kosten wie der Diebels. Ne? Ganz genau so mit dem gleichen Rabatt. Ah, da kommt das Kabel. Unter seinem Käppi hat er es versteckt. Oh, habe ich es auch noch versteckt. Eieiei. Aber eigentlich sollte hier oben auch noch irgendwas sein. Ist auch völlig egal. Jetzt haben wir das halt gleich Sound. Ja. Genau, die willst du mal in die Kamera halten. Den können wir gleich auch noch mal kurz machen. Dann seht ihr den nochmal genauer. Geile E-Klasse in Real Life. Ja, es ist nur keine. Tut mir leid. Ich habe das gelesen, ich habe das Post. Es ist leider nur eine C-Klasse, was ich fahre. Keine E-Klasse. Aber trotzdem, schönes Auto. Jo. Genau. Ja. Genau, auf die Frage haben wir gerade eben schon mal geantwortet. Male wird es bald auch wieder geben. Genau. Keine Sorge. Ja, Metall, Kunststoff, was man besser fährt, ja, haben wir auch schon oft diskutiert. Gar nicht. Das ist, die Autos sind simuliert, die sind Roboter und die fahren prinzipiell erstmal genau gleich. Ja? Es gibt natürlich minimale Abweichungen, das liegt aber mehr daran, wie und wo ihr fahrt. Wenn ihr mal irgendwo hängen bleibt, hat es natürlich einen Unterschied, ob die Masse größer oder kleiner ist. Bei Rutsch im Untergrund hat zum Beispiel der Metaller einfach den Vorteil, dass er ein bisschen schwerer ist, der rutscht dann nicht so schnell weg. Ne? Also solche Sachen. Aber solange die Autos Grip haben und vernünftig auf dem glatten Untergrund sind, ist das wirklich, kommt das Fahrverhalten einfach von der Simulation und von dem, wie wir es programmiert haben. Und das Witzige ist ja im Prinzip einfach das, dass jetzt im Moment die Metaller, die ja physisch im Modell schwerer sind, in der Simulation, weil es ja klassisch alte Autos sind, leichter sind. Man sieht ja an den Angaben beim Gewicht. Ne? Also der Drift Racer, den haben wir ja als modernes Fahrzeug konzipiert mit ungefähr 1,6 Tonnen. Mhm. Und die DM-Autos in der Rennversion sind ja unter einer Tonne. Ne? Und von der Simulation her sind die halt leichter. Auch wenn sie eben, das ist ja der, wir zaubern ja da so ein bisschen. Ne? Das ist halt so. Genau. Jägermeister haben wir doch gerade schon gezeigt, aber zeigen wir euch jetzt nochmal live in Action, oder? Genau, würde ich auch sagen. Und zwar hier auf der schicken Strecke. So, jetzt schau mal da mal rüber. Jetzt bleibt die Kamera auf mich stehen. Beim nächsten Mal nageln wir die da einfach fest an und dann passiert da nichts mehr. So, sehr schön. Also ich finde, die Strecke sieht schon mal wunderschön aus hier mit dem Schnee. Einwandfrei. So, der Jägermeister steht da rechts in der Ecke schon. Ist ein bisschen dunkel. Wir können ihn gleich natürlich auch nochmal ein bisschen in die Kamera halten. Dann könnt ihr ihn nochmal genauer sehen. Ist ja gar kein Problem.
So, der Martin macht sich jetzt mal ready. Ich bin jetzt gespannt, wie gut jetzt die Runden hier klappen. Also, wie gesagt, ich bin die Strecke auch schon mal gefahren. Ist eigentlich auch echt gar nicht so schwer. Man muss nur wirklich immer mitzählen, dass man auch wirklich alle Runden hinkriegt. Ne? Aber das kriegt er schon hin. Da mache ich mir keine Sorgen. Also. So. Alles klar. Achso, also wenn das schon an ist, dann können wir hier jetzt den... Doch, ich höre jetzt Sound. Ich höre das Motorenbelo anschauen. Ich kann es ja auch lauter machen auf dem Ohr. So, jetzt höre ich es aber ganz deutlich. Genau. Lautstärke ist super. Hört man, oder? Ja, hört man. Sehr schön. Also, da sehen wir den BMW schon. Oh, man sieht, es ist wirklich rutschig. Die Wettervorhersage war halt nicht so gut, ne? Da ist das alles mal eingefroren hier. Und ohne die Spikes, ne? Da rutscht das nochmal ein bisschen mehr, muss man echt sagen. Aber das macht der Martin hier schon ziemlich gut. Jetzt muss er da ganz eng rein. Ah, rechtzeitig vom Gas gekannt. Sehr schön. Ein bisschen Gas geben. Schön eng um diesen kleinen LED-Weihnachtsbaum da herum. Wieder raus. Rechtzeitig vom Gas gehen. Genau, da ist die enge Kurve. Ah, da ist er leider gegen. Aber halb so wild. Da kommt er schnell wieder raus. Gar kein Problem. Und nochmal umgesetzt. Jetzt kommen die zwei großen Kreise wieder drumherum. Das sieht doch sehr schön gefahren aus, oder? Ich glaube, du müsstest noch eine fahren. Ja, wir sagen immer, dass das alles so einfach ist. Aber gut, Leute. Eine Aufgabe für euch ist erst dann gut, wenn wir dran scheitern. Genau. So, falls ihr es nicht gehört habt, Aufgabe ist erst dann gut für euch, wenn wir dran scheitern. Weil ihr fahrt das eh alle immer viel besser als wir. Von daher. Genau. Außerdem habt ihr jetzt relativ viel Zeit, diese Strecke perfekt zu meistern und da eure Top-Runde hinzukriegen. Okay. Und wir müssen das jetzt hier auf Anhieb natürlich hinkriegen. Ne? Das klappt natürlich auch nicht immer. So, und auf geht's. Zweiter Versuch. Der Start sieht schon mal einwandfrei aus. Rein in den großen Donut. Und noch die zweite Runde fahren. Das sieht doch sehr schön aus. Schön quer. Man hört auch schon das Eis im Hintergrund knirschen. Genau, eng rein, umsetzen. Ja, genau, die Stelle ist ein bisschen schwierig. Schön Piano, dann geht das einmal frei. Wieder rausfahren. Sehr gut. Genau, ihr hört es auch immer schön am Gas, ne? Wann Martin Gas gibt, wann nicht. Wenn man das Auto einfach nur rutschen lässt und komplett vom Gas runtergeht, umsetzt. Dann wieder ein bisschen Gas geben, damit wieder ein bisschen Schwung reinkommt. Ein bisschen mit Halbgas vielleicht den großen Donut fahren. Genau, die zweite Runde. Gleich geht es wieder ganz eng rein. Da muss er natürlich rechtzeitig vom Gas runtergehen. Ah, sehr schön. Dann ganz eng drumherum. Und raus geht's wieder. Und dann sind wir gleich über die Ziellinie drüber. Und da haben wir schon die Runde. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für eine Rundenzeit war. So, also perfekt war die Runde nicht. Am Anfang hat es mich zu weit rausgetragen, habt ihr gesehen. Aber immerhin schon mal heile durchgekommen. Also, was haben wir für eine schöne Zeit? So, dann schauen wir nochmal. Also, eine 1.14.02. 1.14.02. So, viel falsch machen kann man nicht. Gut, Fehlstart kann man natürlich hinlenken, aber ist nicht passiert. Also von dem her alles korrekt. Jo, that's it. Ha? Genau. Also, seht ihr, ich bin mal sehr gespannt, was ihr schafft, ob die Minute fällt. Oh. Also, bei mir kann ich die Minute auch schon mal vorne lassen, würde ich sagen. Ja. Ah, sehr schön. Also, wie fandet ihr es? Also, ich fand das einwandfrei aus. So, die zweite Runde war super, da war kein Fehler dabei. Echt,
Ja, du, genau. Also es ist auch wirklich mega zu fahren und kommt halt wirklich genau das rüber. Ihr müsst halt auf Eis wirklich ganz piano und das Auto wirklich rutschen lassen, Schwung halten. Ne? Wenn ihr merkt, er kommt zu eng innen rein Richtung, also wenn er um den großen Kreis rumfährt, merkt, ich komme zu eng, einfach mal auf die Handbremse mal ein bisschen rutschen lassen, dann rutscht er wieder raus, dann wieder angasen, dass das Auto wieder Fahrt aufnimmt. Also eine geile Übung auch einfach, um das ganze Eisthema mal ein bisschen zu verinnerlichen, ne? Das denke ich auch. Sehr gut. Ja, jetzt muss ich jetzt aber auch einmal fahren, oder nicht? Ja, ja, musst du, da musst du jetzt durch, hilft alles nichts. Die Zeit muss sein, ne? Genau. So, dann wünsche ich mir aber wieder dein Handy borgen, damit das natürlich mal Sound klappt. Mach das, ja. Autos verbinden. Genau, kriegen wir das hin. Sekunde mal. Kannst du natürlich auch einen Jägermeister nehmen, aber wie du magst. Ach, oder so, stimmt. Dann fahr ich ja, komm, warte, heute fahren wir Jäger. Hier die perfekten. Dann Bedingungen. Einmal hier direkt gleichen Bedingungen. Attacke. So. Wenn du Glück hast, ist auch noch an. Beeil dich. Sieht so aus. Gut. Go, Lukas. Ah. Ja. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt, was das gibt. Mit der Mütze, sehr geil. So, Rennen. Der Ulf hat Bock, das ist schön. Und der Norman ist auch dabei. Wenn ihr zwei bei der Runde nicht dabei seid, dann hau ich euch. Ja. So. Den Sound. Okay. So. Cool, ich bin gespannt, was das jetzt gibt. Achso, ja, klar. So, ist natürlich auch ein Zen. Wir machen euch gleich mal nochmal eine große Aufnahme vom. Das machen wir aber am Schluss vom Jägermeister, weil das ist hier mit der Webcam, wird das eh nichts, sondern wir werden nachher nehmen wir mal die Kamera runter und dann zeigen wir euch noch ein paar Details von der Strecke und vom Jägermeister, ja? Das machen wir am Schluss. Kein Ding. Ja, lass dich kurz ein bisschen warm fahren, wäre vielleicht eine Idee, oder? So. Oh, Lukas, das Eis fängt an zu schmelzen, schreibt da einer. Also, wir glauben auch fest an dich. Also unter 3 Minuten wird man dann schon geschätzt. Und mach keinen Kratzer rein, jawohl. Genau. Na gut, das ist ja noch die Aufwärmrunde. Ja, Ulf, machen wir. So. Das sieht halt schön. Das geht halt echt brutal hier, ne? Auch wenn er mal so aneckt, klar, wenn das Auto ist halt am Rutschen, dann kommst du sogar nicht besser. Das sieht schon ganz gut aus. Langsam, da ist so, da muss man echt sich voll zurücknehmen und sagen, okay, ich bin hier auf Glatteis, meine, ne? Und dann einfach mal ganz piano und kurz die Handbremse und dann schön innen rum. Also da ist echt weniger mehr. Aber das habt ihr, glaube ich, auch ganz gut am Sound eben gehört, dass ihr da echt low machen müssen, zum Glück sein. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, Ulf, das ist die Strecke für dich, ganz klarer Fall. Das sind jetzt Rallye-Reifen, ne? Also ich fahre da, weil ist er einfach, wie gesagt, ein Ticken agiler nochmal, ein bisschen mehr Griff hat er auch. Aber eben, es kann einem auch dann zu viel sein, dass das Auto einfach relativ aggressiv auch umsetzt. Von dem her müsst ihr echt mal probieren, was, wo ihr besser klarkommt. Lukas, was machst du denn? Das ist Eis, ne? Ja, genau. Da muss ich erstmal. Ja, das ist die Strecke müssen wir mal präparieren. Da hinten fällt es ab und dann bleibt die Autos hängen. Okay. Ja, genau. Also die Details von der Strecke zeigen wir euch auch gleich noch und die sind auch wirklich, wirklich richtig schick geworden. Aber das kann man schlecht erklären. Das müssen wir einfach mal zeigen. Vielleicht. Ich hoffe mal, wir werden es mit der Kamera eingefangen. Ansonsten kommen wir auf den nächsten Bilder. Wir werden Bilder machen für den Job auf der Originalstrecke. Momentan sind es ja nur die Layouts, nur in Anführungsstrichen. Aber da kommen auch noch Originalbilder. Ne? Der Jägermeister klingt insofern anders, weil er den DTM-Motor drin hat. Ne? Also der klingt natürlich anders mit dem Motor BMW, mit dem Straßenmotor. Aber ihr wisst, ihr könnt euch den Motor freischalten und freispielen. Ne? Das funktioniert. Also ihr könnt den Motor auch haben. Sprich, so gesehen kann der normale Straßen-BMW auch so klingen, aber standardmäßig ist das natürlich ein ganz anderer Motor. Ab in den Shop, genau. 20 Uhr, so sieht's aus. Ah, jetzt wird es doch schon. Wärst du schon auf Zeit? Ich war jetzt okay. Ja, komm dann. Will ich dich nicht stören, Entschuldigung. So, sieht doch bis jetzt nicht so schlecht aus.
Alles? Jo. Finish! Ja, gut. Da war jetzt leider halt die Zeit da oben in der Bande drin. Ne? Das ist ja, achso, ja, das war die Runde immer noch. Ja, da machen wir mal eine neue. Ja. Nee, die Motorenleute, die müssten jetzt aber wieder stimmen von der Sortierung. Also, wenn die jetzt wieder nicht stimmen, dann haben wir da irgendwas in der Datenbank, was sich da irgendwie wieder aktualisiert und dann zurückspult. Das müssen wir angucken. Aber wir hatten das getauscht. Die waren korrekt. Ist jetzt aber auch kein Drama, denke ich. Ne? Aber das kriegen wir auch noch in den Griff, dass die der Leistung nach sortiert sind. Hier. Ja, so ein Bildschirm, auf dem man fährt, werdet ihr lachen, das haben wir auch schon probiert. Oder auch einen Beamer, mit dem man die Strecke quasi projiziert. Da gibt es noch tausend Möglichkeiten für verrückte Spinnereien, aber Leute, eins am anderen. Das seid ihr aber auch gerne gefragt, mal selber kreativ zu sein, wenn ihr eine Idee habt. Macht doch mal. Vielleicht können wir nachher sogar mehr draus machen. So, aber jetzt schauen wir doch mal beim Lukas, das sieht doch jetzt gerade noch schon richtig gut aus. Jetzt langsam machen. Alles safe, nicht zu weit rauskommen. Jetzt wieder angasen. Schön austreiben lassen. Ja, gut gelöst. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, die Kugel mitgenommen, sehr geil. Weiter, 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 weiter. Alles gut. Das lassen wir noch gelb. Die Christbaumdeko mitgenommen, aber sonst alles gut. So, jetzt wieder außenrum hier. Schön querstellen. Da kommt er quasi echt quer. Quasi, der Fahrer schaut sich schön das Bäumchen in der Mitte an, während der ganzen Runde. Schön korrigiert. Lässt sich auch halt super easy die Zeit korrigieren. Wie es halt auf Eis auch so ist. Ihr habt halt einfach mehr Zeit und mehr Möglichkeiten zu reagieren. Das Einzige, was ihr nicht machen dürft, ist halt zu viel auf den Pinsel. Weil einmal zu schnell, das bestraft euch natürlich das Eis dann extrem. Weil dann geht es halt immer in die Ballerei. Ne? So, aber das sieht doch jetzt mal mega aus. Jawohl. Oh, du bist eng gefahren. Aber die Runde war gut. Du. Bin ich mal gespannt. Du wärst doch nicht mal, du wärst mich doch nicht mal. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Achtung. Geschlagen habe ich nicht. Echt nicht? Ich hätte jetzt mal so, hey, ja. Hätte mich jetzt nicht überrascht. Ich fand die Runde. Ja, ich dachte auch, dass das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Weil am Anfang war ich ja ziemlich weit draußen. Erzählt, komm. Es ist eine 1.18.5.4 geworden. Ja, also, ja. So weit bin ich nicht weg. Aber ja, es ist halt echt so das Ding. Ne? Du musst genau diesen Mix finden aus Geschwindigkeit, ja. Sodass du ja. Nicht zu langsam bist, um eine gute Zeit zu kriegen. Aber halt auch nicht, um zu schnell zu werden. Ja, genau. Weil sonst rutschst du voll weg. Das habe ich ja selber gemerkt gerade eben. So sieht's aus. Welcher Motor war das? Ja, auch der DTM, wie gesagt. Das war volle Leistung. Quatsch, nicht Blödsinn. Was erzähle ich denn? Nichts volle Leistung. Wir fahren doch hier Dingens. Schau auch nochmal nach zur Sicherheit. Wir sind ins falsche Setup gefahren. Also das war jetzt tatsächlich 390 PS. deswegen haben wir uns auch so angestellt. Super. Wir fahren das natürlich alles im Clubsport nachher. Entschuldigung. Ja, also Motor, welchen Motor ihr fahrt, ist wurscht, aber auf jeden Fall Clubsport-Setup, weil damit haben wir eine Vergleichbarkeit und alles sind von der Leistung in etwa gleich. Also das war schon mal, das zählt schon mal etwas, was wir jetzt gemacht haben. Gut. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir schneller waren, wirklich. Ne? Also ich habe vorher mit Clubsport auch so, wie gesagt, habe ich vorhin gesagt, so 1.15 rum war da auch schon drin. Ne? Mhm. Ja, vielleicht einen Ticken schneller, keine Ahnung. Aber wie gesagt, aber es fährt sich auch echt schöner mit. Das ist also, die Leistung bringt dir echt nicht viel. Ne? Marginal vielleicht, aber nicht wirklich. Und es macht es echt schwieriger. Also deswegen können wir jetzt nochmal stolz auf uns sein, dass wir das in dem Setup eben durchgezogen haben. Genau, aber lief eigentlich ganz gut. Also es fühlt sich einfach auch wirklich richtig eisig an. Das muss man einfach nochmal dazu sagen, finde ich. Das ist ihr seid Hammer. Echt fertig heute. Ja, da ist was dran. Wahre Worte. Ja, Leute. Ich glaube, wir haben ein bisschen was hinter uns. Ja, ist viel gerade. Es ist einfach so. Ja. Wir sind immer noch. Ja, Peter. Beim Tuning Clubsport. Genau, Clubsport. Ja, Clubsport. Clubsport ist. Natürlich. Clubsport ist richtig. Nee, das ist falsch. Clubsport. Also im Moment geht es ja echt ab, Leute, weil ist halt Vorweihnachtszeit und wir müssen uns dieses Jahr halt wirklich auch reißen, weil letztes Jahr, das habt ihr, glaube ich, mitbekommen, da waren wir einfach durch die fehlende Lieferfähigkeit von den neuen Metallmodellen, das hat uns echt, das war echt übel. Ja. Und Weihnachtsgeschäft ist halt in der Branche, wo wir sind, ist A und O, ja, das ist 50% vom Jahresumsatz. Das ist für ein Unternehmen im zweiten Jahr, war das letztes Jahr nicht so richtig lustig, dass dann der Umsatz da wegbricht. Ja. Ja, aber jetzt sieht es gut aus und trotz der ganzen Pandemie-Geschichte, das war ja auch nochmal so ein Damoklesschwert über uns, ne, wenn da irgendwo natürlich unsere Produktion dann irgendwie hier zumachen müssen, dann gute Nacht. Ne? Dann haben sie ja auch letztes im Erzgebirge dann ja auch die Kitas und die Schulen wieder zugemacht. War schon sportlich, aber wir haben es gestemmt. Auch unser Team da drüben, die EKM, hat da einen Mega-Job gemacht. Die haben richtig auf Gas gegeben. Die bauen, was es geht, Autos. Also das läuft richtig gut. Aber es ist halt immer irgendwas. Es ist halt schon ein komplexes Ding, was wir hier haben. Ein komplexes Thema, ob es die Software ist oder eben auch die Hardware. Und wir hatten jetzt gerade die Tagesthema.
dass bei einem Kunststoffteil ein Fehler aufgetreten ist, wo wir gesehen haben, wo wir halt erst in der Produktion gemerkt haben, das passt nicht, das klemmt. Und dann mussten wir reagieren, mussten gucken, wie lösen wir das. Und dann bin ich halt mal eben habe ich auch gepostet, bin ich mal eben nach Zwölnitz gefahren mit einer kleinen Vorrichtung, wie wir das wieder in den Griff kriegen. Ja, morgens nach Zwölnitz, dann bei der Gelegenheit, weil sonst hätten wir die Strecken heute nicht hier gehabt, weil die kamen jetzt auch wieder, erst ewig hängen geblieben und dann jetzt die Spedition, die es jetzt zum Schluss jetzt anliefern sollen, auch nochmal trotz Express verspätet. Also bin ich bei der Gelegenheit gerade noch weitergefahren, nach Richtung Kassel ist das, glaube ich, ne, zum Matze, zu unserem Versandpartner, der für uns den ganzen Versand macht. Also irgendwie mal 1.200 Kilometer irgendwie durch die Gegend geeiert und das alles irgendwie wieder gerade gebogen. Was willst du denn machen? Geht ja nicht anders, ne? Tja. Und weil darf gerade einfach nicht stehen bleiben. Und von dem her geben wir echt alles und nicht nur ich, wohlgemerkt, das ganze Team gibt hier alles. Und auch alle, die beteiligt sind, eben auch Produktion, das läuft echt gut. Und ja, wir sind da im guten Weg. Jetzt schauen wir mal, dass Weihnachten noch richtig was geht. Dann noch viele neue Leute, die wir noch dazu kriegen, das ist ganz wichtig, ne? Neue Kunden. Und das ist halt die optimale Zeit jetzt für unser Produkt. Und ja, wir geben Gas, ne? Alles gut. Läuft. Es geht weiter. Ja. Das ist das Wichtigste, Leute. Ja. Gut, also. Ja, ansonsten, was können wir sonst noch sagen? Wir Sachen hätte ich noch für euch. Ja? Peter hat noch was. Oh, Peter hat noch was. Sehr schön. Generell der Gesamtstand, wollt ihr euch nochmal drauf gucken? Können wir auch machen. Magst du kurz gucken? Klar, ja. Warum nicht? Ich suche das hier gerade mal im Hintergrund raus. Ja. Ja, das machen wir gleich noch. Ne? Genau, das sagen wir gleich auch noch. Gut, muss mal gucken, ob ich noch Themen habe hier. Wo sehe ich den ganz oben? Ne? Reglement, online, ne, Reglement, da drunter, Gesamtstand. Ja. Hier haben wir es doch. Sehr schön, Leute, komm, da schauen wir jetzt nochmal rein. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie das eigentlich aktuell aussieht. So, hier sehen wir nämlich den Gesamtstand von Season 3. Genau. Also auf Top 1 hier immer noch Lieutenant. Ganz starker Fahrer, ist jetzt im letzten Lauf nicht mitgefahren. Aber ich wollte gerade sagen, das ist jetzt langsam, naja gut, das wird zeigen. Jetzt schauen wir, das entscheidet sich im letzten Lauf. Es kommt jetzt wirklich drauf an, wer macht jetzt den Top-Platz. Ne? Und jetzt schauen wir mal, Platz 2, Platz 3, punktgleich. Mit Platz 4 auch noch. Was macht ihr denn da? Das also die ersten vier Plätze, das wird spannend. Aua. Sehr schön. Aua. Max ist, na okay, aber die ersten vier. Aber auch wenn wir in die Pro runterschauen, da sieht es fast ähnlich aus. Ne? Hier sehen wir auch. Pro Sport. Sport meine ich, genau. 62, 56, 48 ist auch alles nah. Aber auch nah. Ja, das ist auch nicht alles. Guck mal, ich meine, ja. Ne? Also King Louis hat jetzt hier nochmal nur 20 Punkte, da sieht man, da kann man schnell aufholen. Also wenn Adlerauge Tom jetzt da durchzieht und einigermaßen gut dabei ist, dann können das schon nach Hause fahren. Ne? Aber auch schön zu sehen, ne? Adlerauge Tom ist jedes Rennen mitgefahren, hat zwar keinen ersten Platz gemacht, aber dadurch, dass er wirklich immer konstant weit oben war, hat er gut Punkte gemacht. Aber jetzt jetzt müssen wir echt gucken, weil... Weil der Hubi zum Beispiel hat zweimal den ersten Platz gemacht. Ja, ne? Genau. Und dann hat er aber dann einmal ausgesetzt und einmal nur 10. Genau. Mal gucken, ob sich das noch ausgeht. Spannend auf jeden Fall. Aber also pro Klasse, Leute, das wird immer noch richtig. Also zumindest mal Platz 2, 3, 4, aber auch Platz 1 ist ja überhaupt nicht in trockenen Tüchern an der Stelle. Ne? Also ein 6-Pünktchen Unterschied. Mega. Also das wird noch spannend. Echt spannende Season. Gut. Ja. Also wir haben noch den einen Lauf, da habt ihr jetzt auch schön viel Zeit. Und was dann noch dazu kommt, ist ja eben auch das Thema, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, wie das nächstes Jahr weitergeht. Ne? Genau, so sieht's aus. Und wie ist das jetzt mit dem Qualifying? Erzähl mal. Also wir haben ja schon öfter angekündigt, dass die letzten drei Rennen in dieser Season gezählt werden oder gewertet werden für quasi die nächste Season, die dann im nächsten Jahr startet. Und das Ganze wird dann aufgeteilt, nicht mehr in die Pro- und in die Sportklasse, weil das haben sich auch viele gewünscht, dass es dann da mehr Kategorien gibt, wo man quasi rein kann, damit es weiter aufgestuft wird, dass man da überall eine Chance hat. So. Mhm. Und deshalb haben wir jetzt verschiedene Divisions gegründet. Ist doch richtig so, ne? Ja. Genau. Ja. So, und die genauen Regeln dazu, das werdet ihr alles nochmal 1a aufgeschrieben bekommen von Peter. Es sei nur so viel dazu gesagt, von diesen drei letzten Läufen, die jetzt ja dafür gezählt werden, werden die zwei besten gewertet. So habe ich es richtig im Kopf, ne? Ach genau, guck mal, da können wir dann nämlich direkt draufstellen und sehen das nämlich auch. Das ist hier Qualifikation, ne? Ja. Genau. Dann schauen wir hier mal drauf. Die Tabelle lädt gerade, das war ein bisschen, da haben wir es. Also. So, und da sehen wir jetzt nämlich schon die erste Aufteilung, wer bis Stand jetzt quasi in welcher Division wäre.
Das könnte sich natürlich noch ändern, glaube ich, ne? Je nachdem, wie jetzt der letzte Lauf ausläuft. Aber das ist der aktuelle Stand und da seht ihr auch schon, in welcher Division ihr quasi nächste Season starten werdet. Da werdet ihr auch auf- und absteigen können. Wie gesagt, das werden wir nochmal ganz genau erklären, wie das alles funktioniert. Aber hier habt ihr schon mal eine Übersicht, wo genau ihr euch aktuell befinden würdet. Okay. Bis jetzt sind wir da bis Division 3. Ich weiß nicht, farblich ist das, glaube ich, ein bisschen durcheinander, Peter, oder? Warum ist das dann grün? Hat das einen Grund? Das ist eigentlich schon Division 4-Bereich, aber so. Da wir im letzten haben wir 19 Fahrer, da wird noch nicht geteilt. Stimmt, okay. Das war ja das, genau. Also auch ein bisschen Punkt. Also ab 20 würde ich teilen, das kommt an den Regeln. Also genau, den Regeln, das wollte ich dann auch sagen, dass das alles in den Regeln Also ab 20 kommt. Leuten werden die, wird dann quasi immer ein, entsteht dann quasi eine neue Division. Genau, dann werden die letzten 5 quasi in die neue Division, damit es dann wieder 15 also sind. Ein System, das wachsen kann quasi. Ne? Genau. Wir starten jetzt mit diesen 20 und dann haben wir 10 Fahrer. Genau. Genau. Ja, also im Detail muss ich das Peter mal schreiben. Ist mir jetzt um die Uhrzeit zu kompliziert. Genau, aber wie gesagt, ich hatte es ja schon gesagt, das wird Peter auf jeden Fall nochmal genau niederschreiben, sodass er das alles genau nachlesen könnte. Nur aber hier habt ihr halt, wie gesagt, die Übersicht schon. Aber im Prinzip kann man schon mal sagen, es werden die letzten 3 Läufe jetzt gewertet quasi. Und der letzte wird noch mitgewertet jetzt, ne? Genau, aber es werden nur 2 davon gewertet. Streicher, also genau. Die 2 besten, die zählen jeweils, sodass das so auch für alle passt, ne? Genau, also habt ihr noch alle Möglichkeiten der Welt. Und dann ist es ja auch so, auch je nachdem, wo ihr euch qualifiziert, irgendwo müssen wir anfangen. Aber es ist eben so, dass ihr dann jederzeit aufsteigen könnt, jede Runde, und wieder absteigen könnt natürlich auch. Ne? Das ist beides drin dann. Macht die Sache nochmal spannender. Genau, wir kommen grundsätzlich in eine Division. Wenn ihr dann in der nächsten Season neu mitmacht und quasi Erststarter seid, dann startet ihr erstmal unten. Könnt aber relativ schnell natürlich aufsteigen. Da wird es auch ein genaues System geben und genaue Regeln, wie ihr dann relativ schnell nach oben kommt, wenn ihr halt sehr gute Fahrer seid. Wenn ihr ein durchschnittlicher Fahrer seid, werdet ihr natürlich in den unteren Divisions erstmal sein und müsstet euch dann hochkämpfen. Das könnt ihr alles dann, wie gesagt, auch nochmal genauer nachlesen. Aber es hat natürlich jeder die Möglichkeit, da frisch einzusteigen. Aber wie gesagt, steigt dann erstmal in der unteren Klasse ein und kann sich dann nach oben kämpfen. Genau. Wir können da mitmachen, weil jemand fragt, also ihr braucht einen Driftracer und Bock da mitzumachen und dann meldet ihr euch an. Genau. Es gibt ein paar Dinge zu beachten natürlich, wie das halt Ganze mit dem Videobeweis gemacht wird. Sprich, ihr solltet das noch ein Handy und Stativ irgendwas haben, dass ihr quasi euren Lauf filmen könnt auch, ne, und das quasi dann auch ins Forum stellen könnt. Genau. Braucht ein bisschen Zubehör für die Streckenbegrenzung, um das alles so abzustecken, wie wir es vorgeben. Aber das ist alles nichts Tragisches. Das kann da jeder mitmachen, der da Bock hat. Ne? Auf jeden Fall. Das ist auch ganz bewusst so gemacht, auch von der Einsteigerklasse, wo wir das alles noch ein bisschen lockerer sehen, also von den unteren Klassen bis zu den Pro-Klassen, wo es dann halt schon auch wirklich um was geht. Und nächstes Jahr wird es auch um was gehen, natürlich. Nochmal mehr wie dieses. Also da wird es auch einen Gesamtsieger geben nächstes Mal, ne? So, genau. So eine richtige Season. Und das ist sowieso alles noch der Anfang, bevor jetzt der liebe der Senfi gleich was schreibt. Es geht ja schon in die Richtung, ne? Aber da kommt noch mehr. Alles noch am Werden. Aber ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer Schritt, dass wir da jetzt diese Möglichkeit haben, mit diesen mehreren Divisionen und Divisions. Ja, genau, nicht Divisions. Entschuldigung, Peter. Und Abstiegmöglichkeiten, das macht das Ganze doch nochmal wesentlich, finde ich, spannender alles. Ne? Und auch mehr Möglichkeiten, auch der Einstieg ist im Prinzip easy, du steigst ein. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, glaube ich, ne, wenn man einsteigt und richtig gut ist, dann auch direkt. Ich habe das gesehen, ich habe was gemacht, aber das muss ich mal zusammenschreiben. Also, genau. Also entsprechend der Folge kann man auch direkt höher aufsteigen und so weiter. Gibt's also. Die Seasons sind auch kürzer, halt, wie gesagt, 4 Läufe. Eine Season geht nur 4 Läufe, genau. Also, Streicher. Ja, also einiges neu, aber wenn wir alles, jetzt die nächsten Tage, wird Peter das alles noch niederschreiben und dann könnt ihr euch das im Forum bei uns anschauen und dann gucken, ob ihr da Bock habt mitzumachen. Das werden wir auch gerne nochmal in einem Stream genau erklären und uns nur darüber unterhalten, damit das nicht so alles durcheinander ist. Das bringt allen ja auch nichts. Genau, nächstes Jahr wird es einen Gesamtsieger geben. Toni, du darfst mir jederzeit auf den Sack gehen. Alles gut, bis dann. Meld dich. Ja, genau, Gesamtsieger, ja. Gut, genau. Also, haben wir das auch, oder? Ja, genau. Und kann man natürlich auch noch dazu sagen, auch wegen dem Drift, wegen dem Best-of-Show-Wettbewerb, da wird sich dann nächstes Jahr auch noch was ändern. Aber dazu werdet ihr auch noch was hören. Alles in der Entwicklung, alles am Werden. Und so sieht's aus. Auch immer euer Feedback gerne her. Wir schauen ja da drauf und versuchen da ja auch gemeinsam mit euch das besser zu machen. Ist ja letztendlich für euch und alles gut. Ich sehe gerade, es ist schon Viertel nach. Ne? Genau, es ist Viertel nach und ich schaue ja auch gerne ein paar anderen Streamer mal auf Twitch zu, um dazu zu lernen. Und ich mache das jetzt einfach mal so wie die anderen auch. Wir haben es jetzt die ganze Zeit nicht über gemacht. Natürlich alle, die uns jetzt frisch abonniert haben, danke auf jeden Fall dafür. Das freut uns natürlich für jeden Abonnenten, den wir dazu kriegen hier. Und anscheinend kann man auch irgendwelche Bits cheeren. Das weiß ich noch nicht so ganz, was das ist. Aber auch dafür natürlich danke. Egal, was ihr da gerade tut, danke. Das funktioniert auf jeden Fall super. Wie gesagt, ich werde
mich damit noch mehr auseinandersetzen, sodass wir das noch ausbauen. Dann könnt ihr, glaube ich, auch noch so Smileys da und was weiß ich alles Mögliche. Ja. Aber auf jeden Fall, danke auf jeden Fall für alles, was ihr hier reinhaut und macht und tut und was weiß ich alles. Guck mal, was für schöne Smileys da herkommen. Hype, hype, hype. Sehr schön. Aber ich finde es auch geil, dass ihr euch damit arrangiert. Ich glaube, viele von euch waren jetzt wahrscheinlich vorher auch noch nicht so aktiv bei, oder einige zumindest bei Twitch. Aber es ist mega, wie das wächst. Und freut mich wirklich. Es ist wieder ein Neuland, neue cool. Plattform, ja. Macht Spaß und ich finde es auch immer sympathischer. Das hat was. Und wir werden echt schnell immer größer. Also, ja, mein Anfang des Streams hatten wir noch 600 Follower, jetzt sind wir schon bei fast 650. Mega. Das geht super schnell, Leute. Mega, alles gut. Freut uns natürlich auch. Gut, hallo. Ja, sehr schön. So, Eisträge schreibt gerade einer den Link. Schau mal an. Sag bloß, sie ist drin. Ne? Klick mal drauf. Geht es überhaupt? Doch, geht's. Funktioniert der Link? Gucken wir doch mal schnell. Ja, da ist sie. Guck mal, da sehen wir es doch direkt. Da können wir die Datei. Guck mal, Leute, wie schön das aussieht. Und wenn ihr hier nämlich hier unten da drauf klickt, dann seht ihr auch hier nämlich die schönen Detailbilder. Immer noch klein auf dem Bild, aber ja. Gut, aber das könnt ihr euch im Shop dann anschauen, da seht ihr das nochmal ganz genau. Das ist, gehen wir aufs letzte Bild nochmal, das finde ich besonders. Das ist ein geil. Highlight, ne? Ja. Warte, das sieht das nochmal größer. Genau, guck mal. Also ein bisschen erkennt man es. Da hat auch einer mal eben trifft in den Schnee getrampelt. Mann, geil, Mann, oder? Mann. Die Fußspürchen überall. Also ist mega detailliert gemacht. Also hat Flo echt einen Mega-Job, richtig schön. Mega-Job gemacht. Auch kreativ, richtig gut. Tausend Dank nochmal an der Stelle. Ja? Genau. So. Also, da müsste der Jäger. Ja, gut. Ich guck mal gerade im Hintergrund. Jetzt müssen wir Schluss machen, weil jetzt sind wir alle weg. Geht schon. Nee, aber war mal wieder ein super Stream. Hat mich richtig gefreut, dass da mittlerweile so viele Leute zuschauen. Ich meine, wir waren hier zwischenzeitlich, ich glaube, weit über 300 Zuschauer schon. Echt klasse. Das ist super. Ich schaue gerade mal, ob ich noch was vergessen habe zu erzählen. Genau, stimmt. Du hast ja eine kleine Liste geschrieben, oder? Ja, alles gut. Ah, doch, eine Sache haben wir noch. Haha, ja. Also der Jägermeister ist noch nicht dran, Leute, macht euch keine Sorge. Kommt, keine Sorge. Eine Sache gibt es noch, und zwar, wir haben nächste Woche keinen Stream. Genau. Weil ist ja fast schon Weihnachten. Mhm. Und ich bin einer der Glücklichen, der frei bekommen hat. Ich habe es nicht gesagt, du darfst es erzählen. Ja? Genau, richtig. Aber deswegen habt ihr zwei trotzdem die Idee gehabt, vielleicht nochmal was zu machen, ne? Genau. Wir wollen natürlich gerne so das Jahr, irgendwie ist dann ja auch zu Ende nach Weihnachten, Neujahr, ne? So ein Jahresabschluss-Stream wäre doch eigentlich was Nettes. Ja, wir halten den Jägermeister noch ins Bild. Ja, also, ja, eben, ne? Also bevor wir jetzt hier so einfach so mitten im Jahr aufhören, machen wir das nochmal ein bisschen später. Also am Freitag gibt es dann nochmal einen Stream, ja? Genau. Uhrzeit, wisst ihr schon? Uhrzeit wissen wir noch nicht ganz vielleicht genau. Wir werden es aber nochmal über Stories bei Instagram und Facebook und auch im Forum nochmal natürlich noch ein bisschen ankündigen. Ja. Dann machen wir nochmal so einen Abschluss Stream hier mit allen zusammen, da seid ihr alle wieder herzlich eingeladen. Mal gucken, vielleicht können wir uns noch ein kleines Special überlegen. Mal gucken. Ein bisschen noch ein bisschen was gibt es ja noch. Gibt ja noch den Weihnachtscontest, den können wir dann ja auch noch auflösen. Ne? Da können wir uns dann nämlich die Siege anschauen. Die sind dann nämlich bekannt gegeben. Ajo. Und da auch nochmal der andere Aufruf natürlich an euch. Geht ins Forum, stimmt für euer Lieblingsvideo ab, schaut euch bitte alle Videos an, denn da sind richtig viele, richtig gute Videos dabei. Silvester-Stream, ist ja auch noch eine Idee. Ne? Das hätte auch was. Gut, da sind wir zwar ein bisschen verteilt hier in Deutschland, aber muss ich alleine machen. Vielleicht werden wir da noch kreativ. Mal gucken. Ich habe noch nicht so richtig was geplant für Silvester. Im Moment kannst du ja nichts mehr planen. Oh, ich zeig dir, wie die Technik hier funktioniert und dann kannst du noch einen schönen Stream machen. Mach ich mit dem Handy. Auch gut, stimmt. Stimmt, es gibt ja kein Feuerwerk dieses Silvester, ne? Ist ja kein Verbotes. Da können wir alle gemütlich zu Hause chillen und eigentlich einen Stream machen. Kennt ihr das Feuerwerk-Video noch, was ich mal gemacht habe? Damals im ersten Jahr, wo wir Kickstarter gemacht haben. Da haben wir ja auch über Weihnachtszeit oder Silvester das natürlich alles versucht voranzubringen. Und dann hatte ich mal ein Video gemacht, wo ich bei mir zu Hause in der Küche auf so einem kleinen Marmortischchen Feuerwerk nämlich hingestellt habe, so Tischfeuerwerk, und dann trifft er außen rum. Müsst ihr mal gucken, ist das noch live, das Video? Ich weiß gar nicht, muss mal schauen, ob das irgendwo findet ist. Man das bestimmt. Also wenn das bei YouTube, wenn nicht, muss ich mal gucken, wie ich es nochmal irgendwo finde. Aber es war eine ganz witzige Aktion, weil da ist er echt halb abgebrannt, die Karte. Und das war ja noch Prototypen, glaube ich, damals. Müsste noch Prototyp gewesen sein, also, was wir da getrieben haben. Ja, gut, okay, schauen wir mal. So, ich schaue gerade noch mal eine kurze Sache nach, um was richtig zu stellen. Genau, weil es hatte gerade noch einer gefragt, bis wann man für den Christmas-Video-Contest ein Video einreichen konnte. Mhm. Und zwar hatte ich das genau beschrieben im Forum. Da hatte ich nämlich einen Beitrag zugemacht, wo alle Regeln genau drinstehen. Und da steht auch, man darf bis zum 15.12. um 14 Uhr muss quasi der Link bei uns gelandet sein. Dann also, seid ihr quasi mit dabei. Gestern war das, ne? Okay. Genau, das war gestern. Also, und wie gesagt, seit heute früh läuft die Abstimmung. Okay. Man kann jetzt also abstimmen für sein Lieblingsvideo. Also macht das schön, teilt es auch schön, weil war auch die Frage, weil natürlich manche Leute ihre Fans haben und so. Und es ist ganz einfach, Leute, macht Werbung für die ganze Aktion. Umso mehr Leute mitmachen, umso mehr da abstimmen, umso fairer wird es einfach am Ende des Tages. Also
teilt es mal schön in die ganze Welt. Nee, wollen wir gar nicht. Hier. Ach so. Mach vorne. Komm, ich babbel noch ein bisschen, erzähl noch was und du kannst doch mal die Kamera schon mal starten. Ja, stimmt. Und ich komme dann. So, also wir haben versprochen, wir zeigen euch nochmal Jägermeister, wir zeigen euch nochmal Strecke. Das heißt, Lukas baut gerade kurz die Kamera ab, die ich vorhin schon halb abgebaut habe. Und dann ganz losgehen. So, was kann ich euch denn noch beantworten? Ja, Jägermeister zeigen wir das. Genau. So. Jo, dann warten wir doch kurz auf Lukas. Kommen da noch Fragen? Jo, heute gab es echt viel zu erzählen. Ja. So. Meins schneit ja immer noch. Echt krass. Ja, wenn ihr bestellt, klappt das definitiv noch mit Weihnachtsbaum, Christbaum. Also momentan, unser Matze, bei dem ich ja, wie gesagt, gestern auch war, der ist echt mega, der haut da raus, was geht. Und wir sind auch wieder, manchmal geht es zwischendurch immer kurz was aus, weil wir halt gerade so produzieren, immer ad hoc, dass halt nichts ausgeht, weil es sind ja doch schon viele Produkte, die wir inzwischen auch haben. Das ist gar nicht so einfach zu handeln alles. Von dem her, was lieferbar ist, und das ist momentan das Allermeiste, oder kommt zumindest in den nächsten ein, zwei Tagen auch wieder rein. Also wir geben da alles, dass alles, was ihr mir geht, auf jeden Fall vor Weihnachten bei euch ist. Aber Logo, umso früher jetzt bestellt, umso besser, weil am Ende des Tages hängt es natürlich ein bisschen noch am Versand. Ne? Und mal gucken, das soll ja dieses Jahr extrem werden mit dem Online-Versand, von dem her, oder ist es ja schon, weiß ich ja auch nicht, wie lange die Versandpartner das alles so packen. Momentan staunlich, wie gut es läuft. Also wir schaffen es ja teilweise fast an einem Tag schon, am nächsten Tag schon aus, die Sachen schon bei euch zu haben. Also von dem her, noch alles gut. Ne? Wenn du willst, kannst du auf die... Ja, schwarze GBMW gehen auch raus, sind auch da. Also kommt aktuell müsste alles kommen. Ja, bitte? Was soll ich tun? Du kannst theoretisch, wenn du willst, auf die Szene Sony-Kamera groß schreiben. Sony-Kamera... Sony-Kamera gibt es, aber groß steht da nicht. Doch, das müsste eine, glaube ich... Facecam groß und Sony-Kamera steht da. Genau, dann nimm die Sony-Kamera. Ah, yes. Da haben wir doch. Sieht man. Das steht vor. Bisschen Licht wäre es natürlich cool, aber sieht auch so gut aus. Alles gut, lass mal. Okay. Wir machen euch vielleicht am Schluss noch mal ein bisschen Licht an. Oder ich mach mal. Komm, zeig noch mal unsere schöne Strecke und dann würde ich gerade ein bisschen Licht dir geben, dass wir einfach alles noch ein bisschen besser sehen. Dann zeig mal erstmal allgemein, weil für die Details würde ich dir ein bisschen Licht geben noch. Okay. Also schaut mal, wie wir hier dekomäßig uns die Kante gegeben haben diesmal. Da dürft ihr jetzt mal nicht meckern. Genau, da sieht man jetzt auch noch mal schön den. Ja, der Micha sein Bogen ist ein bisschen unscharf jetzt. Ja. So, ne, sehr geil. Und dann hat es dann auch einen Nikoläuse, die sind letztens auch bei uns irgendwie aufgetaucht. Danke an dieser Stelle. Und ansonsten hat es da irgendwie alles Mögliche. Gut, alles Licht ist aber jetzt doch gut, es sieht gut aus. Zeig euch mal Details und ich komme mal dazu, ich gebe mal noch ein bisschen Licht dazu. Und danke für die Weihnachtsmänner. Die Romantik ein bisschen flöten, aber dafür sieht man ja, jetzt sieht man natürlich ganz anders nochmal. Hier ist das Mikro. Also, jetzt sieht man es dann nochmal ganz anders. Yes. Also, auch der Jägermeister, genau wie der Diebels, echt ein Schmuckstück geworden. Also, perfekt von den Details und ja. Da weiß ich echt nicht, was ich noch besser machen soll. Also, rein optisch, mega. Jo. Schön mit den Deckels überall, Reifendeckels. Ja. Ja. Ja, jetzt werden wir sehen, in welcher Kategorie er diesmal landet. Auch das ist so ein Ding, wo der Shop manchmal einfach sein Eigenleben entwickelt. Da muss man das nachher noch ein bisschen nachsteuern. Aber ihr werdet ihn schon finden, keine Sorge. So, was haben wir jetzt hier noch für schöne Details von der Strecke? Was guck mal. Kannst du ja mal kurz die Banden wegräumen ein bisschen, dann sieht man es einfach besser, ne? Diese Reifenstapel und so. Können wir ja nachher wieder aufbauen, ist ja nicht das Problem. Also hier sieht man schön diese zurechtgetrampelten Schneewalle mit Reifen drin. Ne? Genau. Ja. Dann hier auch nochmal in diesem großen Roundabout, das hat man wahrscheinlich nicht gesehen, ist auch nochmal ein D drin, guck mal. Ne? Auch wieder reingestiefelt. Lukas gibt alles. So, hier. Ja, schön das Gras und jawohl. Ja, erstmal nur 80 Stück, haben wir ja gesagt, weil wir nicht mehr fertig bekommen haben und der Rest kommt erst nächstes Jahr. Aber insgesamt sind es 1092 Stück.
limitiert und durchnummeriert wie immer. Gut. So. Kommt einfach schon die Frage, der weiße BMW ist nicht limitiert. Der weiße ist nicht limitiert, nein, aber der ist trotzdem aus und wir wissen noch nicht, ob wir nochmal auflegen. Das müssen wir nächstes Jahr entscheiden. So, also, ja, schönes Schlussbild, würde ich sagen. Ein bisschen Licht noch. Goodie! Also. Streik ist das gleiche Material wie immer. Das ist also ein Neopren, ein Kautschukmaterial mit dem Gewebe obendrauf. Also entsprechend auch so, dass es eben unerbehandelt abdeckt. Das ist halt also das Material, wo wir einfach sagen, es ist optimal. Ne, vom Fahren her, vom Fahrgeräusch und alles, ne, vom Grip. Jo. Also das gleiche Material wie jetzt bisher hat auch die Strecken sind bei uns, ne? Genau, jetzt kommt Stille Nacht. Wünschen wir euch jetzt. Ach nee, sehr schön. Also ich finde, das sind wieder richtig schicke neue Sachen, die wir hier haben. Nase schauen wir uns auch nochmal an, ob da was fehlt. Kein Thema. Müssen wir gucken. Muss ja eben wieder im letzten Moment fertig werden. Kann schon sein. Ja. Ansonsten zu den Jacken kann man vielleicht noch dazu sagen. Meine ist so eine ein bisschen dünnere Jacke, so schön für Indoor eigentlich auch schön zu tragen oder irgendwo drunter zu tragen. Hat hier halt auf der Brust dieses Real Racing Emotion. Und hinten ist noch einmal ganz normal das Logo drauf zu sehen. Genau. Und genau, ist halt so ein schöner, weicher Fließstoff. Ist wirklich also super. Das ist eigentlich warm. Meine totale Lieblingsjacke. Bei den Bildern haben wir es jetzt umgekehrt gemacht, egal. Ich mag die auch sehr gerne, ich mag die auch lieber als die. Ja, ich wollte sie schon Martins Lieblingsjacke nennen, aber haben wir nicht gemacht. Nee. Also die ist mega kuschelig oder gerade mit der Tasche. Ja. Aber auch die muss ich sagen, die ist halt nochmal ein bisschen wärmer. Und genau, nochmal ein bisschen dicker, so kann man also auch schon fast als Outdoorjacke tragen. Genau, auch, ne? Drüber ziehen nochmal besser. Vielleicht auch die nochmal kurz gezeigt, also wäre auch schön. Genau, die fällt ein bisschen größer aus. Die fällt ein bisschen größer aus, das stimmt tatsächlich. Ja. Peter ist ganz unglücklich. Ich wollte unbedingt die haben. Er wollte sie haben, aber sie ist im Dicken zu groß. Also schön gestippt, hier vorne das Drift drauf, ganz schlicht. Genau. Und, Hybrid Gaming, sehr schön, ja. Sieht man. Also, ja, und was wir natürlich bei beiden Jacken auch noch haben, wo haben wir es denn? Genau, unten. Schön, das Badge mit dran hier, genau. Das Drift-Badge, ne? Sieht man das hier? Ja. Da sieht man. Also, sind bei wir ganz der Jacke hier könnt ihr das auch noch enger stellen und sowas sind also top. Ihr werdet sehen, ist natürlich eine Jacke und jetzt auch nichts, da haben wir das Rad nicht neu erfunden, aber es ist wirklich schick und kuschelig und bequem und fittet ihr hinter jetzt genau richtig. Perfekt. Was hatte ich eben noch gesehen? Frage wegen kein Ersatzstern oder kein Ersatzspiegel beim Diebels dabei. Das ist richtig. Die sind inzwischen schon länger bei den neuen Modellen nicht mehr dabei. Das haben wir geändert. Das hat aber Gründe gehabt. Die sind, ja, das waren ja immer andere Spiegel dabei. Es waren ja nie die richtigen Spiegel dabei, sondern nochmal andere dabei teilweise. Und wir haben das jetzt anders gelöst und die sind jetzt auch entsprechend fest montiert. Wenn sie abgehen, kriegt er die schon raus. Das geht schon. Und es gibt die dann auch als Ersatzteil. Das ist nicht das Problem. Ne? Aber eigentlich war das halt mal gedacht, dass man das wechseln kann von Straßen- und Rennspiegels. Aber das hat nie funktioniert. Das hat nur Ärger gemacht. Dementsprechend haben wir sie rausgelassen. Mhm. Und die sind jetzt eben ordentlich fest momentan. Und wenn noch mal was abgeht oder mal abbricht, dann gibt es aber auch Ersatz. Für sehr schmales Geld. Kein Problem. Also die haben auch vom Diebels, weiß ich, schon da die Spiegel. Alles gut. Genau. Und der Stern, der ging eh nie kaputt, das war eigentlich, den haben wir jetzt auch festgemacht, der Stern ist übrigens genau, der ist jetzt richtig, der ist auch verklebt, weil da war eh das Problem, dass man ihn halt verloren hat, weil der zu leicht rausging. Genau, jetzt geht aber der ja gar nicht mehr dadurch, raus, dass der aus Edelstahl ist, der bricht ja eh nicht ab, von dem her, und selbst wenn, dann muss man halt gucken, also das ist ein Silikonkleber, man kriegt das schon noch raus und dann gibt es da auch zur Not auch Ersatz. Mhm. Aber im Normalfall nicht nötig, ne? So, Jägermeister ist im Shop, steht da. Oh. Hat sogar einen gekriegt. Ja, sauber. Sehr schön. Also sind ja so noch 87. Jetzt machen wir Schluss. Jetzt kann man. Bringt eh nichts. Die gehen jetzt alle in den Shop. Goodie, ihr Lieben. Sehr schön. Läuft. Hat mal wieder richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat die Weihnachtsstimmung hier gut gefallen. Ich hier mit Zipfelmütze mal am Start. Na, ich habe mir so eine Zipfelmützenkette draus gemacht, damit das nicht ganz so lustig aussieht. Nee, sehr schön. Hat Spaß gemacht, der Stream. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wahrscheinlich sehen wir uns dann am Freitag schon wieder, ne? So, wenn wir dann aus den Jahresabschluss machen hier im Livestream. Sehr schön. Ich gucke mal, ob ich dabei komme. Mal gucken, genau. Aber jetzt war auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Ganz, ne? Gemütlich. Genau. Alles klar. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Shoppen oder was auch immer ihr jetzt noch macht. Genau. Oder direkt die Strecke ausbauen. Noch besser, genau. Fahren. Jawohl, wir wollen Zeiten sehen. Ne? Genau, sehr schön. Ja. Alles klar, dann macht's gut. Ich bin gespannt, wer der Erste ist, der auf Eisstrecke. Und der Erste, der unter eine Minute ist. Oder die Minute halt knackt. Oh ja. Die Minute wird knapp, Leute.
Minute, ja, ich bin mal echt gespannt. Da kann ich jetzt auch nicht einschätzen, was man rausholen kann. Da auf dem Trocknen, also Asphalt, haben wir immer wieder gestaunt, was da noch geht. Ne? Mhm. Aber auf Eis ist es doch ganz anders. Ne? Mal gucken. Ich bin mal sehr gespannt, was da noch geht. Ja. Ihr seid also, schon schön. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Bis Freitag dann wahrscheinlich. Ne? Ciao. Ciao.